Vorarlberg, einer der schönsten Campingplätze der Welt. 5 Sterne Alpencamping in Nenzing. Da sind wir jetzt gerade mit jemand, der das Ganze mit aufgebaut hat, mit seinem Bruder zusammen. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Von Star-Architekten entwickelt, aber das Ganze ist mitten im Berg mit einer Aussicht, die werde ich euch gleich mal zeigen. Man kann also nicht nur campen, man hat auch Chalets, die mitten im Himmel gebaut sind, so kann man es fast sagen. Und die werden wir uns gleich mal anschauen. Und haben keinen geringeren hier wie den Mitgründer der ganzen Geschichte. Stell dich mal kurz vor, dein Name. Ja, ich bin von der Familie Morik, einen Teil, wir sind in der Familie und führen den Campingplatz schon seit einigen vielen Jahren und das aufgebaut und ja, das geht immer weiter. Wir sind immer wieder bemüht, dass die Qualität noch steigt. Und die Anforderungen sind ja groß, ja. Wir fahren jetzt mal zu einer Sache hin, sowas habe ich noch in meinem Leben noch nicht gesehen. Und da wirst du mir mal erzählen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Chalets mitten, ich sag mal, in den Himmel zu bauen und wer hat das genehmigt? Ja, das wurde genehmigt von der Behörden. Das glaube ich dir. Eine besondere Aufgabe. Meine Frau hat diese Idee gehabt, mit diesen Runden etwas ganz was Besonderes hierher zu bauen, zu unserem Typ vom Campingplatz. Und das sind die Himmelschalets. Die liegen jetzt da oben, am Hang oben, in einer Höhe von, also von unten von 23 Meter. Also die haben eine ausgezeichnete Aussicht und fast muss schwindelfrei sein, ist man auf der Terrasse. Und das ist was Besonderes. Die haben auch Whirlpool dabei und die wurden hier produziert im Land Vorarlberg, ganz in der Nähe, alles aus heimischem Holz und ist auch schon von der Qualität innen die höchste Qualität. Also wir setzen hier auf alles. Wir haben hier genauso diese Beheizung, findet alles mit Erdwärme statt, also alles ökologisch und heutzutage also umweltgerecht. Jetzt kommen wir langsam hoch, man sieht, wir haben 10 Stück hier. Und sind sehr gefragt und sehr beliebt, weil sie direkt die Sicht haben hier zu unserem Naturpark Nenziger Himmel, der sich direkt hinter uns begibt. Und damit, sagt ihr schon alles, ein riesen Wandergebiet macht sich hier offen. Und rundum natürlich Talsicht zur Stadt Bludenz, so hier bis zum Bodensee hinunter. Jetzt kommen wir da langsam oben an und dann schauen wir mal so zu einem Chalet hin. Und ja. Das unglaublich. Jetzt sind wir da, gell? 23 Höhe, höher wie die Rezeption. Und so liegen die eingebettet hier in diesen Hang, in diesen steilen Hang. Das war gar keine einfache Aufgabe. Komm, wir steigen mal gerade aus und zeigen das mal. Denn das Ganze ist, ihr seid minimal invasiv hier eingegriffen in die Natur. Das Ganze steht auf Stelzen. Das hat eine Spezialfirma gebaut, die, glaube ich, normalerweise Seilbahnen baut. Ja, die Firma baut Seilbahnen. Also das Untergerüst, das wird von einer Spezialfirma gebaut. Und die Konstruktion, alles aus Holz, das wurde hier im Großwalsertal von einem Zimmerer gebaut und sensationelle Arbeit, also wenn man das innen betrachtet, also das ist gigantisch, hat 48 Quadratmeter, da ist eine kleine Küche drinnen, da ist ein Vorraum drin, ein großes Schlafzimmer drinnen, also für 4 Personen, ein Whirlpool ist vorhanden. Genau. Ich blende auf jeden Fall noch Bilder ein, denn ihr habt auf der Website habt ihr ganz viele Bilder und da werden wir das mal zeigen, wie es innen aussieht. Wir können nicht reingucken, denn sie sind restlos ausgebucht. Aber was wir restlos ausgebucht. Ich zeig mal was, da vorne ist die Terrasse. Ja. Wenn du drin bist, merkst du gar nicht, dass du frei schwebend bist, oder? Ja, du schwebst frei. Drum Himmelschalet, du schwebst wirklich frei in der Luft, weil man sieht ja da, wie tief das hinuntergeht. Wenn man das einmal betrachtet, man hat einen direkten Blick in die Schlucht, man hört das Wasser rauschen und alles natürlich, nur Natur, kein Haus rundherum und nur 1,5 Kilometer bis zum Zentrum des Ortes. Also ja. Wir sind außerhalb, wir sind in diesem, kann man sagen, in den Naturpark eingebettet. Stark. Das Ganze hat dann natürlich noch mal eine Terrasse draußen, das kannst du sehen. Ihr arbeitet viel mit Stahl, der so einen speziellen Namen hat. Ich komme jetzt gar nicht drauf, wie er heißt, der so Cortex, nee, irgendwas so heißt der Stahl, der ist so mit einem leichten Rost, der rostet aber nicht weiter, oder? Ja, ist ein besonderer Stahl, der rostet nicht mehr weiter, aber er schaut sehr rostig aus und bringt eine gewisse Stimmung da in dieses ganze Chalet hinein. Genau. Auch das gesamte Camping-Prinzip ist alles so, werden die ganzen heutigen Sanitärhäuser oder die Saunas und so weiter, sind alle mit Stahl ausgekleidet, also außen. Nicht? Zeitlos. Whirlpool ist dabei, das ist natürlich auch ein Hammer. Also wunderbar, da haben sie
können Sie sich mit 38 Grad da nach Belieben hier ein bisschen erholen. Ein bisschen. Wenn Sie zurückkommen von einer Wanderung, können Sie da drinnen. Und es ist ja nur für dieses Chalet, also nur abgestimmt für ein Chalet. Für ein Chalet, komm, wir gehen mal schnell raus, dann fahren wir mal runter. Ihr habt von den Chalets, habt ihr 10? Wie viel habt ihr? 10 Stück haben wir, dann haben wir noch 2 Familienchalets, also 2 Panorama-Chalets für Familien. Das ist oben am Kinderspielplatz, die kommen auch sehr gut an. So, und da fahren wir gleich mal hin. Dann habt ihr hier so den Bezug, habt ihr reingeholt, das heißt also die Gegend hier ist wunderschön. Ist das denn bezahlbar, wenn ich hier so ein Chalet, ich sag mal, mieten möchte? Was muss ich ungefähr investieren in der Hauptsaison? Jetzt in der Hauptsaison liegen sie so zwischen 250, 300 Euro bis zu 4 Personen. Bis zu 4 Personen, das heißt also, wenn man das mal umrechnet, pro Person 70 Euro, wenn 70, zum Beispiel 4 Leute... 80 Euro, ja, genau. Zum Deshalb. Da ist aber alles dabei, da sind natürlich dann 6 Sauna dabei, die haben hier Whirlpool da heroben und kann natürlich ein Frühstück dazu buchen, das wird dann jeden Morgen hochgebracht und hier haben wir noch so die Stammbilder von unserem, eben das Tal dahinter, sie werden auch benannt nach diesem, das ist der Panüler, das ist ja eben dieser Naturpark, nennt sich der Himmel, direkt hinter uns. Stark. Es regnet ein bisschen. Ihr hattet schönes Wetter jetzt ganz lange? Zurzeit ist es nicht gerade so erfreulich, aber die Wetterprognosen sind demnächst, wird sich ändern. Ich würde sagen, ab morgen wird schon. Du hast es gebucht, das Wetter. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt den Rest der Saison ein Traumwetter haben. Aber dieses Jahr ist ein bisschen sehr wechselhaft. Durchwachsen. Ich habe schon gehört, zu kalt für die Jahreszeit ein bisschen. Viel zu kalt eigentlich zur Jahreszeit. So, wenn du mal ganz kurz stehen bleibst, ich zeige mal gerade hier vorne, ich steige mal gerade aus, dass ihr das mal sehen könnt, wie das gebaut ist hier. Hier sieht man es nämlich ganz toll. Es ist komplett freischwebend und es fällt gar nicht auf. Dadurch, dass alles schwarz ist hier drauf, ja, es integriert sich perfekt, oder? Das wurde so in die Natur eingebettet, dass er mit diesem Naturkautschuk, das wurde uns vorgeschrieben, das ist ein Naturkautschuk, das Dach, und das ist dunkelschwarz und mit der Zeit wird der Bewuchs dieses Waldes höher und dann sieht man die kaum mehr und die haben eine ihre Sicht hinaus da zum Campingplatz oder sei es hinaus in die schöne Natur. Anzahl der Stellplätze, was habt ihr, wie viel am Campingplatz? Wir haben 155 Stellplätze am Campingplatz, eben dann noch diese 12 Chalets. Hier haben wir das Sauna-Gebäude hier. Wow. Und dann haben wir hier das Naturbad, wenn man direkt hinunter schaut, ein Naturbad. Erholungszentrum für die Erwachsenen. Ist auch warm. Nur für die Erwachsenen. Warm und kalt habt ihr beides. Und dann haben wir ein Hallenbad, Außenbad, das hat immer 31, 32 Grad, auch im Winter beheizt mit 33 Grad. Im Winter? Im Winter auch. Winter ist geöffnet hier, wir haben Wintercamping. Also wir sind da sehr gut ausgestattet für den Winter. Auch die Stellplätze, die haben alle Gas. Wenn ich die Sauna haben möchte, ist die immer dabei? Da buche ich die extra? Wie läuft das? Also wenn man hier im Chalet wohnt, bucht, sind diese 6 Sauna dabei und für den Campingplatz, die haben dann extra das noch zu zahlen. Das okay, das heißt, man kriegt eine Karte und kann das abbrechen? 9,50 Euro haben sie diese Sauna. Können sie ab 2 Uhr nachmittags in der Sauna erholen. Ihr habt ja auch Schweizer Gäste, die freuen sich über die Preise hier. Das ist in der Schweiz nicht darstellbar, oder? Ja, für sie ist es um etwas billiger für die Schweizer Gäste, weil durch diesen Kurs schwankt und das ist ein Vorteil für uns, weil wir direkt in der Nähe der Schweiz wohnen, haben normalerweise sehr viele Schweizer Gäste. Luftlinie Schweiz, ja? Ja, ist nicht weit. Luftlinie, 15 Kilometer? 15 Kilometer sind wir direkt an der Grenze. Auch der Ort als solches, wie Nenzing, der grenzt ja an Liechtenstein und an die Schweiz. Also wir haben 15,8 Kilometer an unsere 2 Nachbarstaaten, könnte man sagen. Liechtenstein ist natürlich gleich in der Nähe hier, das ja integriert ist zur Schweiz. Und somit sind wir da direkt im Grenzgebiet, ganz im Südwesten von Österreich. So, das war hier ein toller Architekt, der das gebaut hat. Es ist unglaublich von den Farben her, wie sich das integriert, das Gebäude, ne? Ja, mit dem Holz und dem... Das ist alles genau abgestimmt worden. Da hat meine Frau ist eher eine Innenarchitektin, die sich sehr annimmt an der ganzen Sache und hat sich da doch... Komm, wir gehen mal kurz rein, schauen uns das Ganze an. Denn innen ist es... So schön, du hast das Gefühl, du bist auch im Sommer in der Skihütte so ein bisschen, oder? Ja, so ungefähr haben wir es eigentlich. Wir möchten den Gästen etwas geben, wo sie vielleicht zu Hause in der Stadt nicht haben. Eine Gemütlichkeit, dass sie sich einfach wohlfühlen. So, komm, wir gehen mal kurz rum, dass wir das mal sehen. Alpencamping, Nenzing, Restaurant, Garfrenga, so heißt es. Dann den Alpenspa, werden wir jetzt mal sehen. Und natürlich, gerade haben wir es gesehen, die Himmelschalets. Das ist der Eingang. Ich zeige dich mal kurz. Ja, das ist
ist der Eingang zur Rezeption. Schön. Zum Restaurant, wir haben ein sehr gutes Restaurant, wir haben sogar eine Haube. Ich glaube, es wird nicht viel Campingplätze geben in Österreich, wo eine Haube hat. Ja. Also wir haben Haube, klär mich auf. Eine Haube sind drei Hauben, ist das Höchste, was ein Restaurant bekommen kann. Seit den Führern also, auf der Marke? Ja, wir sind also ein sehr gutes Gasthaus, aber zu erschwinglichen Preisen. Also wir haben zwei spezielle Restaurants, eines unten Natur, also unten haben wir einfach die einheimische Küche und oben haben wir dann speziell so erlesene Fischarten von hier, von der Natur, von hier. Warte, ich zeig's mal gerade hier vorne. Ihr habt nämlich einen Eintrag im Gourmet. Der ist einmal hier und wir gehen mal kurz rein. Hier vorne hast du direkt so einen Wartebereich, was mich so an ein 5-Sterne-Hotel so ein bisschen erinnert. Ihr seid aber kein Hotel, ihr seid ein Camping. Stark. Ja, das hat aber, wir bieten natürlich ein bisschen Qualität, das ist uns ja wohlfühlen hier. So, dann habe ich bei euch angerufen. Ich zeige dich mal ganz kurz so von der Seite. Ihr habt hier mehrere junge Damen, die da sind. Habt ihr auch Herren? Herren, ja, aber nicht an der Rezeption. Wir haben die charmanten Platzwart und Hausmeister und im Service und in der Küche. Da sind ganz viele Herren, aber nicht an der Rezeption, falls es so ans liegt. Und du kommst aus Deutschland ursprünglich? Ich komme ursprünglich aus Deutschland, aus dem Flachland, aus Hamburg. Und ja, bin jetzt hier in den Bergen gelandet. Das ist den zweiten Sommer tatsächlich schon. Ja, und du bist ziemlich resolut, das hat mir gefallen. Ja, hier wird nicht viel drum herum geredet, sondern hab gefragt, habt ihr noch einen Platz? Hatte gesagt, ich ruf zurück. Wir haben noch was, ja. War kurz abgeklärt mit dem Chef und sagt, ja, haben wir noch. Auch also für einen großen Morello, spontan. Habt ihr gut gemacht, muss ich sagen. Ja, also war so, vielleicht müssen wir nochmal umziehen. Müssen eh weiter, am Freitag sind wir weg. Ihr habt einen tollen Imagefilm gemacht mit so einem Pärchen. Da kann man alles schön sehen, was man machen kann. Das ist ja nicht nur für Familien hier geeignet, sondern auch wunderbar für Pärchen, die so ein bisschen... Für Pärchen, für Jung und Alt, für Hunde, für Kinder, aber auch wer als Pärchen mal Kurzurlaub machen möchte und nicht unbedingt Camper ist, sondern wo es ein bisschen luxuriöser werden darf, dann in den Chalets, die jetzt gut für uns ausgebucht sind. Alles einzeln, man kann sich aus dem Weg gehen, jeder hat seinen eigenen Eingang. Genau, ja, teilweise auch mit Whirlpool und tatsächlich mal die Luxusvariante vom Camping. Zeig mal so einen Test, ihr bietet Tests an, kostenfrei, glaube ich. Genau, kostenfreier Corona-Test, heutzutage ganz wichtig. Das geben wir hier alles aus, bin gleich wieder da. Ist gleich wieder da, denn ich sag mal, ihr habt ein besonderes System, man kann sich online registrieren auf einer Webseite und kann sein Testergebnis eintragen. Das wird akzeptiert hier von allen, ich sag mal, Restaurants auch im Dorf oder in der Stadt? Das wird überall da registriert, wir haben die 3G-Regel und das muss halt eingehalten werden. Wir prüfen das natürlich. Sie werden hier auch, wenn jemand keinen Test hat, haben wir die Tests hier zur Verfügung und die müssen Sie dann eben... Genau, ein paar Kleinteile, aber im Prinzip ist es ja ganz einfach. So wie man es kennt. Nasenabstrich und bei uns, viele bringen ihre Tests selbst mit. Dann geben wir unsere QR-Codes mit dazu, weil man sich auf vorarlberg.at online registrieren kann. So ist das ja. Ihr habt ein riesen, ich sag mal, Angebot hier an Restaurants direkt in der Nähe. Habt ihr denn so einen Führer, den ihr den Leuten mitgibt? Also so, sagen wir eine Broschüre? Die tatsächlich bei uns im Restaurant hängen, aber wir geben natürlich auch gerne die weitere Empfehlungen aus, aber die meisten haben es dann bequem. Und bleiben dann abends hier. Sie ist unglaublich diplomatisch, muss ich sagen. Sie hat dann direkt gesagt, die meisten bleiben hier. Ja. Wir haben sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist auch ganz wichtig. Ohne das wäre es nicht möglich. So, erstmal vielen Dank dir. Ihr habt eine tolle Bar. Das ist der Hammer. Hier kann man sitzen. Auch mal am Abend sitzen und kann sich da ein bisschen erholen oder andere Leute kennenlernen, mit denen ins Gespräch zu kommen und sich ein bisschen austauschen. Dann haben wir eine tolle Lounge hier vor uns da. Das ist der Hammer. Die Leute gemütlich sitzen und können Sie auch hier. Sag das mal gerade, das hier ist ein besonderer Tisch, oder? Ein Säckchen für vielleicht ein Bärchen. Oder da kann man so ganz alleine sein. Das ist hier so, das kennt man ja oft bei anderen Sachen. Ein bisschen Romantik da. So, und hier hast du denn den Ausblick, so als würdest du wieder schweben? Das ist auch wieder so etwas Besonderes. Unsere neue Lounge hier. Da haben wir einen kleinen Ofen. Da kann man sich ein bisschen. Also wird. Feuer gearbeitet. Ich schaue, dass die beiden nicht draufkommen, die da hinten sitzen, denn die sind nämlich ganz diskret. Ja, genau, ich bin von German Television. Du kennst den Kanal? Nee, ich nehme euch nicht drauf. So, ganz weit weg seid ihr und jetzt seid ihr ganz weg. Aber den Ausblick möchte ich einmal kurz genießen, dass wir den mal sehen. Denn, eine ganz kurze Frage, ist das schön hier? Sehr schön. Sehr schön, sagt sie. So, und hier vorne haben wir den Stier und hier könntet ihr mal sitzen. Ist kein Stier, ein Hirsch, ist es natürlich. Ich war so aufgeregt gerade eben, ja, weil die... So, dann... Ja, der Ofen wird ja auch mal angemacht. Der wird angemacht hier, dass ein bisschen Stimmung aufkommt am Abend. Und dann können sich die Gäste hier wohlfühlen. Hier
hier in dieser Lounge und auch wieder sich treffen und vielleicht ein bisschen miteinander sprechen über alles, was so der ganze Tag abgelaufen ist. Ist da was los abends hier? Bisschen? Ist immer gut belegt hier. Wir sind sehr ausgebucht. Also das Restaurant ist immer ausgebucht. Also wir haben hier Cocktails. Einheimische Gäste, viele. Ja. Genauso unsere Gäste sind alle sind willkommen hier. Ja, habt ihr auch einen Mittagstisch? Gibt es sowas? Mittagstisch, wir haben immer von 11:30 warme Küche bis abends 22 Uhr. Sehr schön. So, das schauen wir mal gerade. Ah, ich liebe das nämlich, wenn man hier so ein bisschen sitzt. Das hier wäre auch so ein bisschen meine Ecke, die ich dann nehmen würde. Das heißt, du hast überall Ecken, wo du dir aus dem Weg gehen kannst, Abstände einhalten kannst. Das haben wir eben so gestaltet, dass sich die Menschen nicht auch irgendwie in einer Masse sich vorkommen, schön gemütlich einzeln irgendwo sitzen können und sich wohlfühlen. Sag mal, wenn ich hier so ein Chalet buche, ist da jetzt auch ein Zimmerservice dabei? Wir machen Zimmerservice auch. Ja. Das heißt, ihr macht auch die Betten dann? Oder? Ja, Betten wird alles tiptop gemacht und genauso wird ein Frühstück hochgebracht jeden Morgen. Auch? Mit dem Frühstückskorb fahren wir hoch. Der Gast kann auswählen, was er wünscht. Ja. Da gibt es auch verschiedene Listen, wo er sich spezielle Speisen auswählen kann. Und das bringen wir ihm hoch und somit So, hier vorne saß ich, das ist der Eingangsbereich, der da ist. Ihr habt eine ganz tolle Musik, die immer wieder läuft. Und ihr habt wirklich einen tollen Koch oder mehrere Köche und Köchinnen. Wie läuft das bei euch? Wie habt ihr die gefunden? Wir haben 6 Köche dort. 6 Stück? Die meisten sind einheimische Köche und sind dann auch aus Deutschland 2 Köche. Also wir haben hier sehr gute Mitarbeiter, das Allerwichtigste. Haben eine sehr gute Küche, wie ich schon vorher gesagt habe. Also wir haben sogar eine Haube bekommen. Und das heißt dann, was war euch Spezialität? Was bestellen die Leute gerne? Spezialitäten, wir haben zum Beispiel sehr viele heimische Produkte, wie Hirschragout, Hirschschnitzel, Hirschsteak haben wir da. Diese von unserem Naturpark, nennt sich Himmel, von 15, 1600 Meter runter. Das ist die Küche, wenn man da reinschaut. Das ist ja Wahnsinn. Hier gearbeitet wird, da kannst du jederzeit reinschauen. Warte kurz. Hoch dran, da hinten ist der Chefkoch am Arbeiten, das sind alle die Mitarbeiter. Und die Küche ist natürlich klimatisiert, das ist also wirklich das Beste für Beste. Die Mitarbeiter können sich da also wohlfühlen, wenn es draußen 30 Grad hat oder 35 Grad, somit ist es hier zum Wohlfühlen. So, du machst gerade Spieße, oder was machst du? Ja, genau, Spieße mache ich. Das sieht aber lecker aus. Danke. So, das heißt, ich kann hier auch abnehmen, wenn ich will. Wenn ich nur die Gemüsespieße esse, dann geht's, oder? Ja. Abnehmen. Ja, okay. So, ich zeige es mal gerade. Hier vorne wird dann auch gegrillt. Ihr habt doch einen Grill? Habt ihr auch? Grill haben wir. Heinz, hast du eine Minute Zeit? Er möchte was fragen, schnell. Jetzt kommt der Chefkoch da. Das ist unser Chefkoch Heinz da. Der hat da natürlich sehr... Heinz, ich grüße dich. Sag mal, was sind die Spezialitäten hier? Was sind so Sachen, die Leute immer wieder nachfragen? Ja, also die Hauptspezialität ist Zwiebelrostbraten. Ne? Zwiebelrostbraten, dann Fuhre Mist. Der Renner, ne? Natürlich. Ne? Das ist auch ein Renner, Fuhre Mist. Das wird dann so serviert, wunderschön dekoriert. Die ganzen Wildgerichte. Ne? Wildgerichte natürlich. Ja. Kommt dann hier so auf den Teller. So schaut man sich an. Wahnsinn. Aus, ja, das Starke hier dabei ist, ich habe euch nicht gekannt. Ja, ich bin durch Zufall hergekommen über einen Führer und habe das gesehen. Haben die Leute ein bisschen Angst, weil sie so schön ist? Ja, alles so ganz edel oder weil ihr seid das, ja vollkommen nahbar, oder? Das glaube ich nicht, dass die Leute Angst haben. Ja. So, wenn abends geht es ja schon mal heiß her hier, wie ist die Koordinierung? Kommen die Essen zeitgleich immer, auch bei großen Gruppen? Kriegt ihr das hin? Ja. Haben wir kein Problem damit. Ne? Das ist die neue Küche, ne? Da ist noch viel mehr Platz. Ich zeig dir mal gerade, da habt ihr unglaublich investiert, oder? Ah, ja. Wenn man das hier kennt und ihr natürlich Köche sucht, ja, die wollen auch ordentliche Arbeitsmittel haben. Ihr kocht aber nicht mehr mit Gas, oder? Nein, Induktion. Ne? Das ist perfekt, schon, oder? Seit über 10 Jahren schon mit Induktion. Ne? Sag mal, wenn die kommen und testen euch, ja, die kündigen sich ja oft nicht an, oder? Ja, die kündigen sich nicht an, ne? Nein. Gemein, oder? Ja, aber gut, aber ist ja in Ordnung so. Ne? Also, es soll ja alles passen, es soll ja immer passen. Ne? Nicht für die Tester. Ne? So, ihr habt einen Riesenverbrauch an Butter, oder? Natürlich, ja. Ich zeig's mal, das ist nämlich da hinten. Nicht nur an Butter, sondern einen Riesenverbrauch an Pommes. Ne? Pommes. So, vielleicht das super Geheimnis von Pommes. Klär mich mal auf, was ist ganz wichtig bei Pommes? Naja, bei Pommes... Ja, damit die perfekt schmecken. Ja. Warte mal, ich zeig mal. Da gibt es kein Geheimnis. Oh, ich krieg Hunger.
das ist so. Da vorne ist eine Wasch. Weil ich zeig's mal gerade, warum ich nämlich gefragt habe mit der Butter. Hier vorne ist ein Berg Butter. Butter, ich glaube jetzt für den Mürbeteig, für den Apfelkuchen, für Omas Traum, ne? Braucht man sehr viel Butter. Da brauchen wir Kräuterbutter, wie viel Strudel. Boah, ich muss hier weg. Ich krieg so Hunger. Hier vorne, was ist da drin? Das sind jetzt Kalbsknochen, ne? Kalbsknochen, da machen wir einen Schü. Okay. Also Soße, braune Soße. Ach, ihr macht alles selber? Natürlich, ja, freilich. Ja. Wahnsinn. So, tschüss. Ja, okay. Danke dir. Tschüss. Am Wahnsinn. Ich hab eben schon gefilmt, der Jus wird hier selber gemacht, selbstverständlich. Also alles selber gemacht. Ja. Die sind wirklich, hier wird alles selber produziert. Und somit haben wir, und jeden Tag frisch natürlich. Weil natürlich so viele Gäste essen kommen, wird das Essen immer frisch zubereitet. Auch die Zutaten alle frisch zubereitet. So, ihr habt auch ein eigenes Wasser, oder? Wir haben ein eigenes Wasser. Aus Vorarlberg. Ja, dann hier Weine. Viele Weine. Da draußen hätten wir mehr. Da hätten wir dann. Meine Tochter hat den absoluten Diplom-Sommelier. Okay. Also das ist das Höchste, was man erreichen kann in Hammer. Österreich. Und ich zeig mal gerade was ganz Besonderes. Ist das hier eine Zapfanlage für Wein? Ja, nein, das ist eine Zapfanlage. Der Wein haben wir. Hier sind Bier und Limonade, alle sonstigen Getränke. Das ist ja Hightech, oder? Ja, ist ja Hightech. Das ist alles Hightech. Ja, das ist ganz neu. Das heißt, es geht alles sehr schnell. Also ja, das geht rucke zucke. Das wird auch hier, oder du hast ja so ein Handy dabei. Zeig mal. Er kann so abonnieren. Das ist halt das Modernste. Da können Sie auch gleich mit der Karte bezahlen. Das ist überhaupt nicht das Modernste. Das heißt, die Leute kriegen im Regelfall, also wenn ich jetzt hier order, zum Beispiel ein Getränk, kommt das schnell? Wenn nicht viel los ist, dann schon, ja. Also normalerweise dauert es höchstens 1-2 Minuten. Bis der Hammer, kriegen die Leute da Angst, wenn man das bestellt? Ich war also zuletzt in der Gastronomie, da hatten wir es geordert, da war es in einer Minute da. Da habe ich auch gedacht, Wahnsinn. Ja, also zum Teil ist es schon so, wenn wir die Gäste zum Tisch bringen und sie dann gleich fragen, was sie trinken möchten, dass die Getränke dann am Tisch sind, bevor die Gäste überhaupt richtig sitzen. Ihr wollt die Leute aber nicht loswerden. Das ist, nein. Nee. Im Normalfall nicht, nein. Stark. Das heißt, wenn ich jetzt nachordere zum Beispiel, ich habe das gesehen, also öfter mal, es gibt auch Leute, da kann man sogar per App bestellen. Das habt ihr noch nicht, oder? Das heißt, es kommt immer jemand. Sie können aber telefonisch bestellen, da vom Campingplatz aus. Es kommt immer wieder. Mal ganz liefern lassen? Ja, dann Sie können sie abholen, DKW, oder sie holen sie ab da unten. Also das macht man natürlich. Es gibt ja Gäste, die wollen nicht hier drinnen essen in ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil. Für alles sind wir zu haben vorbereitet. Take out quasi. Der Gast ist der König. Der, oder? Somit das ist so. Boah, ist das schön, also ja. Wenn man das hier anschaut, die Karte, da haben wir viel ländliche Speisen drin, wie unser Chefkoch schon gesagt hat. Da ist zum Beispiel Lachsforelle, Zwiebelrostbraten, Fuhre, Mist, Hausplatte ist sehr bekannt. Und vom Hirsch, Ragout, vom Nenziger Himmel, Duett von Wild aus eigener Jagd. Also weil der Schwiegersohn hat eine Jagd. Das haben wir alles hier. Und 15 Euro habe ich gesehen, das ist auch alles bezahlbar. Hier ist alles bezahlt. Ja. Das ist eben das zweite Restaurant, also da kochen wir, da wird mit Vorspeisen gekocht, ein Gruß von der Küche kommt hier. Gänge. Ja, da haben wir ganz eine andere Karte hier, da kann man dann so ein Dreigang-Menü nehmen, da ist eine Wein, da werden auch dazu Weine empfohlen, also das ist wieder, da machen wir himmlischen Start, da gibt es sehr viele schöne Steaks und so weiter. Hirschrückensteak, Rehrücken aus dem Nenziger Himmel. Ist die Karte online? Habt ihr die auf der Website? Die haben wir online. Sind die Preise dort? Das ist alles drinnen. Nee, es gibt weniger die Preise, die Auswahl. Ah, das ist die so. Auswahl. Da können die Gäste schon auswählen. Hier oben ist natürlich fantastisch. Da wird nur einmal belegt. Also die können hier kommen, wann sie möchten und können dann gemütlich essen, weil das dauert ja länger. Die haben meistens dann eine Vorspeise. So, ich zeig mal gerade. Ihr habt ein riesen Fenster habt ihr hier. Das ist wahrscheinlich der beliebteste Platz, oder? Kriegst das da ist sehr beliebt. Da, ja. Diese zwei Tische sind ganz, ganz beliebt. Mit dieser tollen Aussicht. Wahnsinn. Wir haben natürlich eine schöne Terrasse, da kommen wir jetzt noch hinaus. Eine wunderschöne. Warte, ich zeige mal gerade, wie schön ihr das hier verbunden habt, jeweils das Holz mit dem Stahl, was hier da ist. Das ist, und das ist alles neu, oder? Hier. Nein, dieses Haus besteht schon seit 85 und da wurden insgesamt 180 Kubikmeter Holz verbaut. Ja. Das sind ja so etwa, wenn man das so umlegt, 80 Tannen, 80 solche Fichtentannen wurden hier verarbeitet für dieses Rundholzhaus. Das ist ganz eine besondere Bauweise, sehr aufwendig, aber hat einfach etwas Zeit. Der Flair, Zeit, den haben wir, oder? Ein Flair, ja. Es gehört einfach in die Alpen und man sieht, es ist alles Produkte, Materialien von hier. Guck mal, hier ein kleines Detail, dass das Kämmern von so Gondeln, wo du durchgucken kannst, da unten, genau, oder? Genau, so sieht man da hinunter, in den unteren Teil, diese
10 hoch da. Stark. Und das ist ein bisschen Beleuchtung, ein bisschen Stimmung. Ja, das Ganze hier Leder. Ich zeig mal gerade hier auch, das Ganze ist eingedeckt. Sag mal, man kann aber hier oben nicht mittags essen, das ist nur abends, oder? Das ist nur abends da. Dieses Restaurant ist nur abends da. Das haben wir nur abends ausgegeben. Es lohnt sich hier zu reservieren. Das heißt, wenn jetzt jeder Gast ja natürlich käme, dann werdet ihr restlos überlaufen. Also es ist empfehlenswert zu reservieren, weil zurzeit also geht das Restaurant. Ich zeig mal gerade die Treppe hier. Ja, die ist auch Edelstahl. Auch wieder Stahl. Auch wieder so eingebettet da in dieses Rundholz, in diese passt Stahl und Rundholz und diese Architektur. Das passt sehr gut zusammen. Hier haben wir unseren Weinschrank. Stopp, wir sind ja immer noch am Camping. Das ist unglaublich. Sie sollen sich ja wohlfühlen, die Gäste. Es ist alles. Darf ich da mal reinschauen? Wir sind ein Landgasthaus. Wir haben auch die Preise für unsere Einheimischen. Sehr viele Einheimische kommen zu uns zum Essen. Ja. Also es ist günstig und große Portionen und etwas Besonderes. Ja, ich mache Ihnen, ich mache gerade hoch. Mal kurz mal. Ich zeige derweil mal, hier oben hat man nämlich noch eine Aussicht. Da oben der Mann, der da drauf ist, wer ist das da? Das ist der Vater, das war eigentlich, der ist 98 Jahre alt geworden und war so ein alter Bergführer und ist noch mit 90 Jahren Gletschertouren mit den Gästen gegangen. Ganz 98 Jahre? Der war ein Dichter, hat gespielt auf der Bühne, ist er gestanden bis 96 Jahre und es war ganz ein besonderer Typ. Das war natürlich sehr, sehr traurig, als er ging, oder? Noch verwirklicht da oben, weil das die Gäste sehen. Er hat ja vielen, vielen, viel Freude gemacht. Er ging wann weg? Wann ist er gestorben? Das ist jetzt 7 Jahre her. Ist er gestorben. Vor 8 Jahren. So, das heißt, du führst das Erbe natürlich hier weiter? Ich führe es mit meiner Frau und mit der Tochter. Die Tochter ist jetzt, vielleicht kommt sie noch gegen Abend, und die auch hier Sommelier, diese Ausbildung hat für die guten Weine. Also wir haben sehr Weißweine und Rosés. Weißweine, genauso Rotweine. Also für jeden Geschmack haben wir hier was da. So. Für jeden Geschmack. Ja, viele Gäste aus Deutschland, muss man sagen, beziehungsweise aus deutschsprachigen Gebieten. Ja, Österreicher auch viele? Österreicher haben wir zurzeit auch, sind auch einige hier. Es sind Schweizer Gäste da, es sind etwa 17-18% holländische Gäste da. Also es ist so eine gute Mischung. Es sind auch Dänen hier. Und was nicht da ist zurzeit, sind vielleicht die Norweger, die Schweden. Engländer? Die Engländer, die sind alle nicht. Auch die Franzosen kommen nicht durch, die Spanier auch nicht. Die kommen normal auch immer im August. Aber das ist durch die Pandemie natürlich bedingt. Und ja, wir sind sehr zufrieden, wie es jetzt momentan läuft. So, es hat ein bisschen durchwachsen gestartet. Wie war es denn letztes Jahr, als die Pandemie ausgerufen wurde? Letztes Jahr war natürlich zuerst der Schock da, wie wird es kommen. Und dann haben wir gestartet ab glaube ich, 10. Juni. Und von dort weg war es sensationell, immer voll. War auch super Wetter. Wir sind voll gewesen, bis eben leider dann die Reisewarnung gekommen ist aus Deutschland. Und da waren wir nicht begeistert. Da sind halt alle schockiert oder alle eigentlich überraschend abgefahren. Eigentlich für uns. Eine Katastrophe oder eine kleine? Ja, für uns war es halt eine Katastrophe. Nicht glaubwürdig. Sie haben demjenigen geglaubt, der was dieses ausgesprochen hat. Es war nicht einmal eine Übergangszeit da. Ja. Normal müsste es heißen, okay, gut, meine lieben Leute, es ist jetzt irgendwie, die Tendenz sind steigend, also in den nächsten 14 Tagen schauen Sie vielleicht, dass Sie eben nach Hause fahren, aber nicht gerade zack, zack, zack. Ich war in Bern auf dem Salon, dem Caravan-Salon, und den haben die freitags abends abgebrochen, sodass sie den Samstag, den Sonntag, den Montag nicht mehr nutzen konnten. Also alle Aussteller, mehrere Hallen mussten beenden. Es war aber so. Es war für viele, viele Dinge nachträglich, eigentlich für uns auch nicht realisierbar. Also, ist aber jetzt schön gelöst. Ich bin rübergefahren. Viele Leute sind ja auch geimpft, muss man sagen. Aber ihr habt ein ganz besonderes Konzept für Leute, die nicht geimpft sind. Ja. Ihr bietet ja vorne die Tests an. Ich habe es eben schon gezeigt. Läuft das gut mit den Tests? Das läuft hervorragend, hervorragend. Auch hier, wir testen, wir kontrollieren jeden Gast, wo hier das Restaurant, wo im Restaurant speisen, tut, und dann fragen wir immer, natürlich jeden Abend, sind Sie geimpft, haben Sie einen Test dabei, also da geht niemand durch. Warte, ich zeig mal gerade hier vorne, denn ihr habt was ganz Besonderes. Normalerweise ist es ja schön, muss man sagen, möglichst schön, dann habt ihr eine Außenterrasse, die grenzt aber direkt die Außenterrasse an den Pool. Das ist eine ganz tolle Geschichte, oder? Da haben wir auch noch Stuben, da ist wunderschöne Stüble.
Warte, ich zeig das mal gerade. Hallo, darf ich euch mal kurz was fragen? Darf ich euch mal zeigen? Oder ist das, ihr kommt dann im Fernsehen, ist das schlimm? Darf ich euch mal zeigen? Nur, dass die Teller leer sind. Ja, das ist so, aber ich zeig mal, weil ihr sitzt da so toll beieinander. Wir sind von German Television, Saarland Fernsehen 1 und 2 und zeigen das Ganze mal so ein bisschen, so einen Rundgang, sind durch Zufall hier. Wir warten gar nicht vor, hierher zu kommen, haben das auf dem Führer gesehen, denn unsere Hundedame hat sich ein Bein gebrochen. Hier gibt es eine der besten Tierkliniken in der Nähe. Das ist so. Ist das gut, das Essen hier? Das ist wunderbar. Also man sitzt ganz toll und kann genießen. Kann genießen, ja. Ich zeige mal gerade das Setup hier. Also ihr habt einen tollen Tisch dabei. In dem Tisch sind so Inlays drin. Da sind Korken eingebaut. Das heißt, man kann hier jedes Mal, wenn man kommt, sieht man was Neues, oder? Hier. Und der Korken verleitet natürlich zum Rotwein. Ihr seid aus Österreich, oder? Aus Wien, ja. Aus Wien. Das ist eine lange Reise, oder wie lange fahrt ihr aus Wien? Ja, einmal quer durch die Republik. 7 oh. Stunden. Ja. 7 Stunden. Wahnsinnig. Nur zum Mittagessen. Nein. Und jetzt mal eine Frage, ihr seid jetzt hier im Chalet oder seid ihr am Camping? Ja. Nein, weder noch. Einfach jetzt zum Essen hergekommen. Und wie habt ihr erfahren hiervon? Durch belesene, kundige Einheimische. Einheimische, so. Das ist so. Und das ist, glaube ich, die Spezialität. Hier ist noch ein kleines bisschen übrig. Ich glaube, der Strudel hier, ist das Apfelstrudel oder was war das? Lange Daumen. Das war Omas Traum. Omas Traum heißt das, gell? Ja. Ist das nicht phänomenal? Ich habe eben gesehen, ich habe mal gezeigt, wie es hergestellt wird. Alles von der Hand, es schmeckt so gut, aber abnehmen kann man, es fällt schwer, oder? Hier. Allerdings, das darf kein Ziel sein. Wahnsinn. Ja, vielen Dank euch allen. So, das heißt, man kommt nochmal wieder. Was interessant ist, sind die Preise. Ich finde die total zivil hier für das Ambiente und dafür, dass man so bedient wird in dem Umfeld, oder? Absolut. Das ist also ein gutes Paket, was das Haus macht, die Umgebung. Selbst jetzt heute, wo das Wetter nicht so schön ist und die Preise. So, euch erstmal vielen Dank. Wahnsinn. Also zufriedene Gäste, wir schauen mal gerade. Und dann haben wir hier oben... Ihr habt unglaublich viele Accessoires. Das macht deine Frau, gell? Oder? Das macht alles die Frau. Das ist da halt eine Spezialistin und es wird auch immer wieder gewechselt, jedes Jahr wieder. Vorname von deiner Frau? Gerti. Die Gerti? Gerti, ja. Sie wird jetzt kommen, gegen Abend ist sie hier, ist sie dann circa um 17 Uhr kommt sie und führt das Restaurant und schaut dazu, dass hier alles... Ja, ihr habt einen Hammer Wellnessbereich, muss man sagen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe davon gehört. Ja. Ja. Können wir mal hochgehen? Guck mal hier, die Bank, die ihr hier gemacht habt, die ist aus dem Vollen, oder? Das ist volles Holz rausgeschnitten und dann die Kerbung reingehauen oder rausgehobelt. Und ja, da sitzt man ganz angenehm. Sag mal, als hier der Bürgermeister, ihr habt das Ganze ja beantragt, habt einen Bauantrag gemacht und dann haben die das auf dem Plan gesehen. Was haben die gesagt? Gut, das hat ja begonnen schon vor fast 45, 48 Jahren. Und da waren wir ja, der Anfang war ja sehr schwierig, weil das war ja eine Bauernwiese. Und da haben wir halt zuerst uns einmal Gedanken gemacht, wie können wir unseren Traum da verwirklichen. Mit meinem Bruder dazu mal und wir waren beide noch sehr jung und ja, haben gleich gut gestartet, haben gleich ein Schwimmbad gebaut, haben gleich ein Restaurant gebaut. Das ist uns dann allerdings abgebrannt, das wunderschöne Echt? Restaurant. Wann denn? Ein altes Gasthaus, das war ein rätoromanisches Gasthaus, mitten in dem Platz drin gestanden und da hat es eine Party gegeben, große Feier und dann ist es dann leider... Wann war das? Das ist schon 1974, also ist schon einige Jahre her. Und dann haben wir uns natürlich wieder gefasst und somit weiterentwickelt und immer wieder investiert, sind nie stehen geblieben, haben immer wieder ausgewechselt, eine neue Sanitär gebaut, Hallenbad, Schwimmbad, das Schwimmbad ausgewechselt. Und wie halt einen guten Tourismusbetrieb heute zu führen ist, es muss jedes Jahr sollte den Gästen wieder was Neues präsentiert werden. Was Tolles bei euch. Die Leute sind relativ lange schon dabei. Ihr habt nicht hier dauernd wechselndes Personal, sondern die bleiben, oder? Ja, wir haben sehr viele Mitarbeiter, die mehrere Jahre schon bei uns arbeiten. Das hat einen Vorteil, wenn der Gast kommt, er fühlt sich wohl. Ah, der Andreas ist wieder da, die Sabrina ist wieder da, der Sven ist wieder da und so weiter. Hallo. Ja, was total toll ist, ihr habt zwei verschiedene praktisch Betriebe. Ihr habt einen Winterbetrieb, einen Sommerbetrieb. Ihr könnt das komplett nutzen, weil ja ganz, ganz viele sind ja im Sommer nicht so ausgelastet, aber ihr seid auch im Sommer voll, oder? Ja, wir sind im Sommer sehr gut ausgelastet und dann im Winter auch sehr gut. Da haben wir Weihnachten natürlich. Okay, klasse. Damit
Ist es, guck mal hier, der Baum hier, der ist mitten im... Ein ganz besonderer Baum, ja. Also ein ganz besonderer Apfelbaum, ein ganz alter Apfelart. Und der sich so eben... Geh mal kurz hin, dass wir das mal zeigen. Da sitzen sie sehr gerne unter dem Baum. Ist ein echter Schattenbringer und da fühlt man sich heifen wohl da. Der Hammer! Alter, ungefähr, was denkst du? Ja, der ist da schon um die 140 Jahre alt. Den hat man also oft gestutzt und wieder durch. Ist eine Apfelart, das hat man früher genommen zum Most machen, ja, weil er sehr säuerlich ist. Das hat man beigemischt, ja, weil früher wollten die Bauern, der Most musste sauer sein, also säuerlich. Und somit so für richtige Männer wurde der Durst gestillt. So, ich zeig mal gerade hier vorne, habt ihr dann ein Schwimmbad? Da haben wir ein Schwimmbad, ja. Kann man, das ist warm, gell? Das ist innen und außen? Das hat 31 Grad, das ist ja fantastisch. Also Sie steigen drinnen ein. Das ist die neue Art von Hallenbäder. Innenbad, Außenbad. Das heißt, Sie können sich hier einfach im Regen draußen schwimmen, sehr warm, kommen dann hinten hinein in die Halle und somit ist ja drinnen sehr warm und können Sie dort eben erholen. Es sind Liegestühle drinnen. Und Wiesen, also es ist ganz was Besonderes. So, und ihr habt ja auch hier draußen, habt ihr das überdacht. Jetzt regnet es natürlich ziemlich arg, aber auch hier habe ich Plätze. Ich kann aber nicht hier essen, ich kriege aber hier meinen Cocktail, oder? Ja, da kriegt man einen Cocktail über, das ist gemütlich zum Sitzen. Da können dann so Familien sitzen, dann bringt man einen Kaffee her. Und ja, die Terrasse heute schaut ja nicht so wunderbar aus, aber wenn hier die Sonne scheint, ist da Betrieb und Stimmung. Ich finde auch gut, dass nicht die Sonne scheint, da hab ich dich mal komplett hier. Ja, das stimmt. Dass wir das mal zeigen. So, dann, da vorne habt ihr ein Hallenbad, was ich auch ganz toll finde. Das heißt, im Winter ist das natürlich die Sensation. Du schwimmst von innen nach außen. Genau. Die Beheizung, wie habt ihr das hinbekommen? Wir heizen den ganzen Komplex hier. Wir haben 9 Sonden gegraben, 185 Meter. Ja. Somit wird es beheizt. Okay, alles Erdwärme. Alles über Erdwärme. Das okay, ganze, das heißt, eine Wärmepumpe habt ihr dann dran? Da haben wir 3 große Wärmepumpen dran. Damit können wir also die ganzen Chalets, die werden mit warmem Wasser versorgt, von unten überpumpen. Und hier das Restaurant, die Sauna, das Schwimmbad wird geheizt. Also alles, was hier Energie benötigt, wird über diese Sonden beheizt. Und Strom? Unabhängig Strom. Der Strom, den macht ihr selber oder wird er angeliefert? Den haben wir nicht, der wird angeliefert. Den haben wir selber leider noch nicht. Gut, das kommt vielleicht demnächst. Aber ihr seid, es gibt ja neue Vorschriften, Thema Brandschutz. Das ist natürlich hier komplett eingehalten. Habt ihr Ersthelfer hier auf dem Platz? Haben wir alles durch. Alles vorhanden. Ja. Das heißt, falls mal was passiert, kann ja immer mal sein. So, jetzt kann man hier wunderbar wandern. Hier vorne sind die Berge, die da sind. Das geht ziemlich weit hoch. Da oben im Nebel, was ist das für ein Berg? Ja, wir können hier bis zu 3000 Meter hochgehen, von hier aus. Also das heißt, also dieser Gamberg vor uns da, die ist eine schöne Alpe da oben. Und da befindet sich auch ein Gasthaus oben. Und so wie eine Käserei, eine Alpe. Dauert wie lange da hoch? Von hier hoch hat man 2,5 bis 3 Stunden. Dann kann man, ist eine Rundwanderung. Also ist schwer, der Weg? Ganz einfach. Sehr einfach ausgeschildert. Kann man mit normalen Schuhen gehen, mit normalen Turnschuhen. Und dann haben wir sehr viele Rundwanderweg um den Campingplatz, ohne eine Straße zu queren. Ohne eine Straße, also befahrbare Straße. Man kann da laufen gehen. Kinder, Hunde, egal Kinder, was. Kinder, Schluchtwanderung, okay. Dann kann man da Rundwanderung machen. 10 Rundwanderungen, man kann eine kleine. Du musst mir mal einen Riesengefallen machen. Ich zeig mal gerade die Atmosphäre. Gehst du mir mal einen Schirm holen, weil dann können wir uns ein bisschen besser begeben. Ich moderiere mal ganz kurz, was wir hier sehen. Denn, wenn du mal so lieb bist, hol mal einen Schirm. Hier hat man nämlich den Zugang. Neuer Panorama-Spa, das Ganze werden wir uns mal anschauen. Decken sind hier, das ist ziemlich cool. Du hast also hier Decken, wenn du liegst und es ist mal ein bisschen kühler. Übrigens drehen wir heute, ich zeig's mal gerade, am 4. August 2021 und ausnahmsweise regnet es jetzt mal. Aber wir werden euch alles zeigen, bleibt dran, denn der Platz ist wirklich phänomenal. Auch die Anordnung jeweils der Stellplätze, die da sind, das kann man hier vorne so ein bisschen sehen. Die sind teilweise in dem Hang drin. Man ist direkt auf Wunsch, je nachdem, wo man ist, dann auch im Schwimmbad bei uns. Man hat uns jetzt so platziert, dass wir direkt im Schwimmbad sind. Und das nenne ich ja mal einen Schirm. Das hast du gut gemacht. Guck dir mal den Schirm an. Der ist ja der Hammer, riesengroß. Jetzt kann ich nämlich mal zu dir kommen. Hallo, ja. Da sind wir. Hören wir noch ganz kurz nochmal zur Sauna. Die oberen Sauna, die unteren Sauna. Können wir dann da unten durchgehen? Warte mal, du gehst mal vor. Ja, gehen wir. Oder warte mal, ich gehe mal kurz vor. Können wir hier durchgehen. Da oben sind wir.
Ja. Und dann habt ihr ganz viele Sauen, das ist wichtig hier, also nicht nur im Winter, oder? Das ist ganz wichtig, auch jetzt, gerade heute, wenn man so einen Tag... Jetzt schauen wir mal, ob wir reinschauen die können. Es ist uselig. Wenn die Gäste drin sind, wird ein bisschen kritisch werden. Weil sie dann... Ja, ich kann ansonsten auch... Wir machen jetzt mal einen Blick. Du gehst mal vor, ich zeig mal gerade hier die Chalets von unten. So. Der Hammer. Ja, die kann man jetzt mal schauen. Guck mal, die sind im Berg drin. Im Berg hineingebaut, ja, wunderbar. Fantastisch. Das sieht man erst auch. Mit eigenem Aufgang sogar hier vorne. So, jetzt gucken wir mal gerade, wir räumen mal hier. Ganz kurz. So, ich halte mal kurz die Kamera ganz hoch. Unten die Schauhalle ist offen, unten ist viel Platz. Gell? So, ich zeig mal gerade. Ich filme nur nach oben, die Bilder machen wir später rein. Da vier Sauen. Runter über die Stiege, hinein das Bad hinein, eine ganze brutal schöne Anlage. So, hier vorne alles Betonoptik. Massage habt ihr auch? Ja, wir haben Massage. Wir buchen kann man das oder wie läuft das? Buchen direkt an der Rezeption und dann kann man hier je nach Wunsch diese spezielle Massage. Ich filme mal hoch, man sieht euch nicht, ich filme nur die Decke. Ja, ihr seid nicht im Bild. Da oben sind wir da, denn das würde ich ankündigen, wenn wir das machen würden. So, dass wir das haben. Jetzt gehen wir mal ganz kurz rüber. Also Sie wissen schon, dass unten viele Saunen sind, gell? Und nicht, dass sie da oben alle verweilen und unten ist alles leer. Ich zeige euch die Bilder. Angeheizt, alles tiptop. Also. Auch viele Ruheräume und Liegeräume noch sind auch. Sie sehen ja, da haben wir wirklich... Warte mal, ich filme euch nicht, ihr seid nicht drauf, ja. Es sei denn, ihr schreit alle jetzt, ja, dann würde ich mich mal drehen. Darf ich aber nicht, oder? Darf ich euch mal zeigen, so von ganz weit weg? Wer will nicht gefilmt werden? Bitte mal weggucken. Nee, war Spaß. Das machen wir ein andermal. Ich blende die Bilder ein. So, schnell nach oben, denn auch hier werden wir ein bisschen überblenden. Ihr habt spezielle Schließfächer hier entwickelt, das heißt, hier kann ich alles per Code. Leider ist auch durch den Regen nicht aufgeht, also nicht dementsprechend bestückt, diese schöne Sitzgruppen. Hier ist natürlich ganz eine besondere Sauna. Das ist ja diese Panoramasauna. Wir sind beide Panoramasauna. Man sitzt hier drinnen, hat einen direkten Blick hinein zu diesem Himmel da, zum menschlichen Himmel. Magst du mal reinschauen, ob jemand drin ist? Ich schau mal rein. Wahnsinn. Und das ist dann der Blick hier auf die Stellplätze, die etappenförmig angeordnet sind. Ist voll, oder? Ein paar Leute sind da. Ich blende die Bilder ein. Also ich kann hier auch richtig glücklich werden, wenn das Wetter mal nicht so toll ist, oder? Ja, so ungefähr. Hier kann man sich wohlfühlen machen. Für alles haben wir halt hier gedacht, dass der Gast sich wohlfühlt. Gerade heute so eine Stimmung, der schlechte Tag hier, dann ist es sehr wichtig. Man sieht, du warst ja, vielleicht wandern, du hast die Knochen nass, da gehst du in die Sauna. Die anwesend sind, da, wie viele da sind, wie viel das annehmen, diesen Saunalandschaft. Wir gehen jetzt gerade runter, schauen wir unten, was unten dann los ist. Ja. Vielleicht ist unten weniger. Ganz kurz, einmal hoch. Ganz viele Bilder werden wir jetzt einblenden. Ihr seid nicht zu sehen. So, ganz schnell durch. Du kennst den Sender. Da darf ich dich mal zeigen. Da darf ich dich mal zeigen, ganz kurz. Hallo, du bist die? Ich bin Sigrid. Hallo Sigrid, grüß dich herzlich. Ja, durch Zufall sind wir hergekommen. Du bist ja am Campen oder bist du im Chalet? Ich bin am Campen. Mit einem Wohnmobil sind wir hier für eine Woche. Und wie war die Entscheidung? Habt ihr die spontan getroffen? Habt ihr lange ganz spontan getroffen, genau. Wir sind auf einer Rundreise hier 4 Wochen durch Österreich und dann kommt man natürlich am Alpencamping Nenzing auch nicht vorbei. Du liest ja unglaublich viel dann darüber. Da sind viele Kommentare drin, dies und das. Wie hat es dir endgültig gefallen? Sehr, sehr gut. Ich kann es nur weiterempfehlen. Dankeschön, sehr schön. So, Josef, ich komme mal hoch zu dir. Ganz schnell. Vielen, vielen Dank dir. So, jetzt sind wir wieder raus. Viele Bilder werden wir einblenden. Genau. Ihr habt ein ganz tolles Lichtsystem hier oben. Habt ihr überall Spots drin, LED-Spots? Das schaut sehr gut aus in der Abends. Mit der tollen Stimmung. Soll sich ja auch keiner hinlegen. Auch das Naturbad ist natürlich auch eine Besonderheit. Das sind auch diese Figuren. Ich zeig mal gerade, ihr habt hier Wein, der wächst sogar hier. Dass wir das mal sehen. Da vorne ist der da. So. Dann geh ruhig mal vor. Dankeschön. Ich komme dir nach. Super. Das ist das Schwimmbad nochmal komplett. Das ist jetzt das Schwimmbad. Wir könnten jetzt gleich mal da reingehen. Es wird halt überall viel, viel, viel Leute sein. Ist heute was. Jetzt geht es, da haben wir keinen Regenschirm. Sehr schön. So, ich zeig's mal gerade. Das ist der Infopool. Willkommen. Wow.
Baujahr hier, wann habt ihr das gebaut? Das ist jetzt schon, das ist jetzt 8 Jahre. Aber ist total zeitlos. Das ist halt zeitlos. Alles mit Holz. Auch wenn man die Halle anschaut, nicht so herkömmlich sie bauen. Wir haben alles mit altem Holz, das ist alles mit Stimmung. Und das warte, betrachtet, ich geh mal rein. Das ist alles mit brutaler Stimmung gebaut. Überall altes Holz. Das ist alles da. Ja. Okay, immer gut. Und da ist das Naturbad, das man da sieht. Also nach der Sauna ist es ein bisschen kühler? Da können Sie reinspringen nach der Sauna. Die Leute hier. Wow. Ja, ich habe es gehört, nämlich die Kids haben gesagt, es ist kühl, aber das ist richtig. Das ist auch unser Interesse, dass es nicht so warm wird. Weil das ist ein Naturbad, das darf nicht so warm werden. Das muss einfach angenehm frisch sein. Kommen Sie von einer Bergtour zurück oder es ist sehr heiß, dann lieben Sie das wahnsinnig. Toll. So, und dann? Unten habt ihr noch eine Sauna. So, komm mal kurz vor, viele Kinder. Das ist die Sauna-Oase, da ist sie da. Stark. Das ist noch einmal da. Das ist ganz was Besonderes. Hier nochmal 4 Saunen. Wieder ähnlich gebaut wie oben. Mhm. Mit einem wunderschönen, mit der schönen Einrichtung. Alles mit Stein und altem Holz gestaltet. Ist das eine Nacktsauna, Textilsauna? Was habt ihr? Nacktsauna. Nacktsauna. Das heißt also, gerade die Franzosen, die lieben es ja Textil. Hier muss man nackig sein. Genau, so ist es. Ja. Sehr schön. Es sind 4 Saunen drinnen. Also, es ist ganz was Besonderes. Also, ja, da liegen da bei den guten Hotels, also so über 6 Saunen, ist also schon ein tolles Angebot für die Gäste. So, wenn ich das jetzt hier löse, dieser Preis, gilt der denn für den ganzen Nachmittag, Tag? Wie wird das abgerechnet? Nachmittag, das gibt es keine Unterteilung. Also ist einfach, wenn Sie jetzt kommen, 14,50 Euro, ganz bis am Abend um 8 Uhr sind die Sauna geöffnet. Okay, klasse. Um 1:30 weg. So, dann... Ja, von 1:30 bis... Komm, wir zeigen mal gerade uns beide mal, dass man uns mal sieht. So, ja. Hallo, ja. Da sind wir. Sind wir da? Sind wir da? Wir sind da. Ja. Ja. So, wir fahren mal die Runde weiter, wenn das okay ist für dich. Ja, fahren wir die Runde weiter. Ja. Denn es gibt viel zu sehen. Ich fasse mal zusammen. Ja. Ihr habt ein tolles Restaurant. Ihr habt einen gigantischen Platz. Ihr habt einen Wellnessbereich, den man sehen kann. Ihr habt die Massagen, was ein Riesenplus ist, oder? Ja. Wie sind die zu buchen, die Massagen? Man ruft an der Rezeption? Nein, Sie kommen zur Rezeption und buchen das dann. Okay. Wir werden dort auch informiert, wenn Sie etwas Spezielles möchten. Und dann gibt es einfach eine Zeitvorgabe und somit kommen Sie zum Massageraum. Wahnsinn. Ja. So, viele, viele Kinder. Viele die können, Kinder. Man nicht, können wir nicht zeigen. Ja, aber das hat sich ja geändert als Schlagartig. So. Das hier ist ein Platz für alle. Ich habe es ja eben schon mal erzählt im Restaurant. Ihr habt wirklich viele Familien, ne? Viele Familien, auch genauso ohne Kinder. Wir sind ein Platz für alle. Für alle. Es gibt nicht, keinen Unterschied. Viele, es gibt da so viele, die haben Haustiere dabei und die fühlen sich da natürlich da auch wohl. Es gibt sogar einen Wanderpass für Haustiere. Da gibt es eine Medaille für das Haustier. Und so haben wir für Kinder haben wir Wanderpässe. Wenn sie also so viele und so viele Stunden gewandert sind, bekommen sie eine Medaille über. Also wir haben für alles gedacht und dass sie sich eben wohlfühlen. So, es gibt ja auch kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, das ist klar, das ist rein die schlechte Kleidung, also schlechtes Wetter. Das geht wieder vorüber und morgen lacht die Sonne wieder. Und so. Gut, wir haben ja mal gesagt, wir zeigen mal so und so, denn ihr seid ein ehrlicher Laden. Man kann auch, wenn hier mal schlechtes Wetter ist, man kann einiges unternehmen, denn die Stadt ist gar nicht weit weg. Wie lange fährt man in die Stadt? Also man ist hier direkt, unser Ort, der 6000 Einwohner hat, ist 1,5 Kilometer entfernt. Es ist nicht weit, man kann zu Fuß laufen, man ist in 20 Minuten dort und dann haben wir schon eine wunderschöne Grenzstadt, Feldkirch, die bietet alles, hier das Schloss, den Wildpark und sehr kulturell und da haben wir also wirklich Lauben, viele Restaurants und so kann man sich wirklich wohlfühlen, gerade wie am heutigen Tag. Hier, ihr habt einen Alpladen. Ein Einkaufszentrum, hier haben wir natürlich auch noch große. Wir haben einen Alpladen hier, da verkaufen wir Produkte. Viel von der Alpe, Joghurt, Butter, Käse. Echt? Haben alles da. Hier zum Mitnehmen? Ja, alles da zum Mitnehmen. Da kommen Sie am Morgen das Brot holen.
Ja. Ist auch wieder ganz etwas Besonderes. Ist das Brot vorzubestellen? Unterscheidet sich von den anderen. Ist das Brot vorzubestellen? Muss man das vorbestellen? Nein, nicht vorbestellen. Einfach kommen. Wir bestellen so viel, sie kriegen immer Brote. Wir werden immer Brot. Also es geht niemand raus ohne Brot. Also wird jeder. Also alles, was ich hier sehe, kann ich mitnehmen. Die Felle. Kann man alles kaufen, was hier sind. Sind auch für Menschen, wo etwas. Warte, ich zeig das mal gerade. Wir wären ja nicht in Österreich, wenn es nicht so ganz gemeine Sachen gibt. Ja, hier, wir zum Beispiel, das hier sieht aus wie ein Käsekuchen. Ja. Also, ganz besonders. Muffins? Ja, Muffins. Und dann haben wir Erdbeerkuchen und Schokokuchen und Käsesahnekuchen. Es sind nicht alle Sorten da, was wir noch bieten. Eis habt ihr da? Gibt's auch gutes Bergjoghurt. Da haben wir direkt von der Alpe runter so ein Joghurt. Zeig mal bitte, wo? Ach, da vorne, warte mal. So. Entschuldigung, wir wollten euch nicht verjagen. Das ist ein Joghurt von 1500 Meter, wird oben produziert, jeden Tag frisch, wird uns geliefert. Da haben wir also Heidelbeer, Erdbeer und da gibt es dann auch dieser besondere Käse, der ist 1,5 Jahre alt, der nennt sich Himmelkäse. Du probierst ihn einmal nachher, Sven, und dann wirst du sagen, wie gut das der ist. Das ist halt sensationell. Wahnsinn. Sensationell, ja. So, dann habt ihr unten einen Frankfurter. Ja, das sind Wiener, gell, in Österreich. Oder Frankfurterle, Wienerle, Frankfurter. So, Kupferberg. Butter haben wir auch von der Alpe. Eier haben wir direkt vom Bauer. Also es hat fürs Frühstück, die Menschen, wo das vielleicht vergessen haben, und dann decken sie dann da nochmals ein. Aber was ist das für eine Wurst hier? Das ist eine Hirschwurst, auch vom Lenziger Himmel. Das wird ein Teil wird ja speziell verarbeitet in der Küche und dann aus einem Teil macht man dann immer noch diese Würste. So, das gute Bier von hier? Das gute Bier, das ist da in der Nähe, da gibt es eine tolle Brauerei, Frastanzer Brauerei, und die beliefern uns. So, und dann habt ihr Gemüse geputzt? Das gibt es auch alles da. Boah, das ist alles so mit Liebe gemacht hier? Das wird alles da gemacht. Das wird alles eben von meiner Frau gestaltet und dementsprechend da eingerichtet. Und ich gehe mal gerade hier rum, hier kann man auch die Weine kaufen, die ihr teilweise anbietet, oder? Die Weine da, ja, das schaut die Tochter dazu. Da ist die. Hier, da ist der Senior da. Die Tochter ist, ja, der Senior ist nach oben, den haben wir hier noch verwirklicht, dass man nicht ganz vergessen tut. Die ist wo deine Tochter, sag mal, die hier? Die Tochter ist auch hier, das ist die Tochter da. Das welche ist die denn? Tochter. Links, die, rechts? Ja, links und die andere ist die Frau. Das ist die Frau. Das ist die Michelle und die Gerd. Sehr schön. Ja, die zwei, die dann halt die haben noch. Sehr schön. Ich bin schon ganz, ganz, ganz gespannt, denn ja. Jemand, der sowas auf die Beine gestellt hat, so schön und ist wirklich schön hier, oder? Ja, wir machen es. Es ist ganz toll. Wir schauen immer auf Details, muss immer passen. Ich darf euch mal kurz zeigen, oder? Ja, kann ich. Ja. Denn wenn du mal gerade so lieb bist, mir mal sagst, wo ihr herkommt. Aus Kassel. Aus Kassel? Ja. Gut. Und der Ort ist ja, wenn man den, also wir haben den durch Zufall entdeckt, sind hier hin und haben dann so die Bewertung gelesen. Ich meine, das hier ist ja jetzt nicht jedermanns Sache. Man sollte ja so ein bisschen in die Berge wollen. Wer an den Strand will, ist vielleicht der falsche Platz, oder? Ein bisschen, ja. Der sollte in eine andere Richtung fahren oder so. Man muss ja schon mögen, in die Berge fahren. Und ihr seid hier mit dem Camping, oder? Ja, mit dem Wohnmobil. Mit dem Wohnmobil. Ja. Großes, kleines, was habt ihr? Oh, so mittlerer, 7,50 Meter. 7,50 Meter. Marke, was fahrt ihr heute? Hümer. Ja. Okay, ist stark. Und jetzt der Laden hier, wie der so angeordnet ist, das ist schon ziemlich gemein, ja. Das heißt, also es sind viele Sachen, die man gerne mitnehmen möchte, oder? Ach, das ist aber eigentlich überall so. Also, das ist schon in Ordnung. Ja, finde ich so schön. Immer wenn eine Kleinigkeit fehlt oder so, kann man das schön mitnehmen oder noch mitbringen. Ja, und das Buben, war das schwer, hier einen Platz zu kriegen? Nee. Nee, also ich habe das im Internet gemacht und auf gut Glück und wir haben gleich einen Platz bekommen. Ging. Ja, jetzt, wir haben auch noch einen Megaplatz bekommen. Welchen Megaplatz ist was? Ja, der ist relativ groß. Wir haben eine Schaukel dabei, wir haben eine Sitzgelegenheit dabei, eine Feuerschale dabei. Wir können über das komplette Tal gucken. Ja. Also wir 15. Ja. Also ein Top-Platz. Wir sind das erste Mal hier. Ja. Und wir haben gesagt, es ist der schönste Campingplatz, wo wir bis jetzt waren. Nochmal bitte. Das musst du in die Kamera, bitte. Das ist der schönste Campingplatz, wo wir bis jetzt waren. So, du bist keine Schauspielerin, bist hier nicht angestellt. Nein, das ist jetzt reiner Zufall. So, aber auch das Wandern, die Anordnung, jetzt regnet es ja, das machte euch keinen Abbruch, oder? Ah, doch, ein bisschen schon. Also wir hatten eigentlich mit schönem Wetter gerechnet, weil wir auch nur ein paar Tage da sind. Es vermiest einem schon die Laune. Anreise von euch hierher? 5 Stunden? Mehr. 7? 6,5? 6,5 Stunden. Okay, das heißt, ihr fahrt in 2 Etappen oder seid ihr durchgefahren? Ja, wir sind in 2 Etappen. Wir waren in Murnau bei Bekannten, haben da übernachtet auf dem Platz. Okay. Haben die besucht und sind dann von da weitergefahren. Ja. So 7 Stunden, ich denke mal so 6 Stunden, 6,5 Stunden wirst du fahren. Warst du schon im Restaurant? Ja. Wie ist denn das? Sehr lecker, sehr zu empfehlen.
sehr zu empfehlen. Ja. Wenn ihr mal gerade euch mal nebeneinander stellt und einmal kurz die Maske runterzieht, dass die Leute mal sehen, wie schön ihr seid. Naja. Denn so, ihr beiden aus Kassel, Vorname, du bist die? Ich bin die Simo. Und du? Markus. Markus und Simo aus Kassel. Der schönste Campingplatz, den sie je erlebt. Guck mal, das ist ein Hammer, oder? Ja, mir fehlen die Worte jetzt. Das ist sehr nett und vielen Dank. Ja, dass das jetzt, ich zeige noch. Immer, wenn sie die Gäste auch so. Ich zeige gerade noch eine Sache, was die Leute ja gerne mitnehmen, sind Souvenirs, also für irgendwelche Leute. Hier gibt es ja all die Sachen, die man ja bei euch auch im Laden kriegt. Hier das Hirschgeweih. Ja, das Hirschgeweih, die kommen alle vom Nenziger Himmel, alle von dem Tal, wo wir auch diese Hirsche. Die sind echt? Oder? Ja, die sind echt. Also auch. Und haltbar. Wir werden beliefert mit frischem Hirschfleisch oben vom Nenziger Himmel. Und wir haben da oben eine große Jagd, natürlich eine Riesenjagd. Und, ist das eine Zucht oder sind die frei? Nein, nicht Zucht, die sind Freileben. Also das sind so viele, dass man die bejagen muss? Die haben so viele, die müssen jagen. Euch alles Gute, gell? Ja, danke. Danke nochmal. Wie lange seid ihr jetzt noch hier? Bis morgen. Gute Heimreise. Okay? Ja, wir machen Zwischenstopp. Wir fahren noch an den Gletscher im Zillertal. Genau. Super. Tschüss, alles Gute. Super, ja. So, ich zeige mal gerade an den Gletscher im Zillertal. Guck mal hier, so schöne Sachen. Das hier ist ein Kissenbezug, oder? Ja, ist ein Kissenbezug da. Das kann man sich kaufen. Nichts aus China hier, was ihr zuliefert oder alles von hier? Alles von da. Alles von irgendwo hat sie TV gekauft. Ich könnte nicht mal sagen, woher das sie nimmt. Also sie macht sich da sehr viel Mühe und schaut, dass sie da eben gute Produkte in unseren Alpladen bringt und somit, dass man es auch dann als Geschenk mitnehmen kann. Was natürlich nicht fehlen, ganz ehrlich. Darf das fehlen? Nein. Wir haben da sehr tolle von heimischen eben Erzeuger da. Gibt es Schnapsbrennereien, haben wir hier sehr gute Edelbrände. So, und auch der Flachmann darf nicht fehlen? Ja, eben der Flachmann gehört auch dazu. Zum Rucksack hinein. So, und dann zeige ich euch mal, liebe Kinder, ja, ihr habt hier Chips habt ihr da, ja, genau. Das Ganze für den kleinen Hunger, genau. Sodass man den Platz nicht zwingend verlassen muss, ja. Oder wenn man ein paar Tage hier ist. Genau. Haben wir alles eigentlich, das, was in den letzten Jahren, haben wir ja Erfahrung gemacht, was eigentlich hier gekauft wird und das wird hier eben dann eben so mit hier präsentiert in unserem Alter. Toll, denn ich finde das auch ziemlich wichtig, dass, ich sag mal, wenn einer sagt, er will gerne hier bleiben, ein bisschen mal entspannen, er muss das Auto nicht benutzen, oder? Nein, er hat direkt alles, es gibt alles am Ort. Wir haben alles da, wir beliefern mit allem. Also, es gibt ja Leute, die fahren Liner und die holen sich schon mal Leihwagen. Habt ihr da einen Bezug? Wir haben zwei Leihwagen hier, ja. Also wenn sie mit der Wohnmobile kommen, haben wir Leihwagen, dann gibt es natürlich einen öffentlichen Bus, der alle zwei Stunden quer durchs Tal fährt. Und das mit den Leihwagen, wie funktioniert das? Ich denke, ganz einfach. Sie kommen einfach zur Rezeption und in kurzen Zügen da einfach den Führerschein wird gezeigt. Preis von den Leihwagen? 60 Euro den ganzen Tag. Ganze Tag? Ja, und 10 Euro für eine Stunde zum Einkaufen. Ah, krass. Schön. Sie hätten eine Stunde runterfahren können ins Tal und neben sich holen. So, ihr habt natürlich auch Zahnbürsten da, Wundpflaster, alles natürlich Damen, Binden, alles was weiß ich, Slip-Einlagen, alles da. Für Fernseher, wir haben, jeder Platz hat einen Fernsehanschluss bei uns. Ja. Und dann brauchen Sie hier das Fernsehkabel und dann vergessen Sie hier und da diesen Eurostecker, den haben wir auch da. Was man halt alles braucht, diese kleine. Wanderstöcke habt ihr? Wanderstöcke haben wir auch da. Und Grillkohle, was halt einfach gefragt ist. Toll. Ich liebe diesen Laden hier. Der ist so klein und du kannst hier eine halbe Stunde durchgehen. Du findest, was natürlich ganz wichtig, hier die Kaminwurz. Das ist phänomenal. Genau. Die Kaminwurzen, die sind sehr beliebt, gerade für die Tour, wenn man Wanderung macht. Die schmecken immer gut, ein gutes Brot dazu und dann vielleicht noch einen Senf und dann passt es hervor. Du weißt, warum ich immer hier so gerne und lange verbringe. Ich liebe es, Sachen zu zeigen, die es nur hier gibt. Ja. Und das ist Österreich, ist ein Genussland, oder? Ja, ist ein Genussland. Wir haben echt speziell, gerade wir Vorarlberger sind ein Käseland. Wir haben ja über 50 oder 55 Kleinkäsereien in Vorarlberg. Das gibt es nirgends. Das ist in ganz Österreich nirgends. Also, was das anbelangt. Und so unterschiedliche Produkte, also sensationelle. Also, wenn einer ein Käseliebhaber ist, ist er im richtigen Land Vorarlberg, da kann er sich mit Käse durchessen für 6 Wochen und wird nicht dasselbe Produkt noch einmal finden. Das ist schön hier. Also die Sachen, die ihr ausgewählt habt. Toll. So, wir gehen mal in unser Golfkart. Ja. Jemand hat es weggefahren. Ja. Wahrscheinlich musste jemand durch. Den Schirm nehmen wir auch mit. Den packe ich mal gerade hier hinten rein. Ich glaube, wir nehmen das da. Das da? Das haben wir, ja, das haben wir. Das haben wir genommen. Bei dem einen war die Stoppbremse nicht ganz. Warte, ich steige ein. So, da wird er den Pfeifen.
Jetzt fahren wir mal durch den Platz durch. Wir haben natürlich noch eine super Sanitäranlage, das muss ich jetzt auch noch einmal zeigen. Ja. Aber das machen wir jetzt einmal zuerst. Das ist der Sanitär. Wir können natürlich. Wir singen auch hier. Hier der Wilfried ist ein Mitarbeiter, also die ganz so gut. Wir zwei können heute Abend noch ein kleines, kurz zwei, drei Lieder singen. Ihr singt? Ja, sicher, machen wir. Und was singt ihr? Volksmusik? Ja, ja, von der Gegend auf. Na, alles eigentlich quer durch die. Er ist ein guter Musiker, ist unser Wander- oder Bergführer. Der ist jetzt unterwegs mit einer Gruppe im Nenziger Himmel mit 30. Ich kann mich anmelden oder wie läuft das? Ja, da meldet man sich an und dann gibt es so tolle Führungen und Kinderprogramm haben wir auch noch. Wir haben alles möglich. So, ja, geht. Geht. Pflegehinweis. Das hier ist ein Waschhaus oder Bäderhaus? Ich habe ein Bäderhaus, aber 40 solche Bäder haben wir hier. Da kann jeder Gast das gratis zur Verfügung nehmen. Er kommt einfach da her, geht da einfach rein, da, wenn man das anschaut, was für Qualität das ist. Jetzt ist gereinigt gerade. Also er hat hier eine Toilette drinnen, hat hier eine wunderbare, auch wieder schön gestaltet, alles mit Holz. Also jeder hat sein eigenes Bad, das kann ich zumachen? Nein, das kann er zumachen und er ist alleine da drinnen. Er duscht jetzt, er kann sich ausziehen, hat eine Toilette drin, eine tolle Dusche, hat hier ein Waschbecken hier, einen tollen Spiegel und da haben wir 40 Stück so hier. 40? Ja, circa 40, da können sich die Gäste hier wohlfühlen. Das aber nicht nur in diesem Haus, sondern ihr habt die verteilt, mehrere Badhäuser? Im großen Haus, oben wie unten. Oben wie unten. Da haben wir da. Und das ist ganz zentral, habe ich gesehen. Eins nach dem anderen. Und drüben gibt es auch noch eine Sanitäranlage. 40 Bäder? Ja, so, und die werden laufend gereinigt, nehme ich an? Die werden immer gereinigt. Es sind jetzt viele Betons. Ach, jedes Bad ist ein bisschen anders, oder? Ja, ein bisschen anders gestaltet. Immer jedes Bad hat einen anderen Flair, hat einen anderen. Also, bezeichnet das sind. Da haben wir einen Kinderbereich. So. Ach so, mit Toiletten, die ein bisschen tiefer sind. Kinderbereich? Ja. Kenne ich aus dem Kindergarten. Ja, das ist ja für den Kindergarten. Wunderschön gestaltet. Hier können Sie die Kinder waschen. Ein Babywickelraum haben wir da. Was man heute alles braucht, gell? Es ist alles da. Ist alles vorhanden. Der Babywickelraum. Der Babywickelraum, riesengroß. Leute kommen ja auch mit dem Zelt her, muss man sagen. Ja, viele auch mit Zelt da. Also nicht so viele mehr. Es ist eher rückläufig, Zelte. Mhm. Sag mal hier, die Wohnmobile, es explodiert ja jetzt alles, Camping, merkt ihr das? Kommt immer mehr. Also das hat sich so geändert in den letzten Jahren, einfach die Wohnmobile übernehmen, wahrscheinlich eines Tages die Wohnwagen, also an der Zahl an einem Camping. Mhm. Das wird sicher. Gut, der Wohnwagen hat den Vorteil, ich habe das Auto mit dabei, kann noch ein bisschen Ausflüge machen. Aber sie sind heute auch gut eingerichtet, auch die Wohnmobilfahrer haben ein kleines Mofa dabei oder haben die Elektrobikes dabei. Also sie sind schon ganz gut eingerichtet. Das hat sich schon geändert. Durch die Elektrifizierung der Fahrräder ist viel mehr also mit Wohnmobilen unterwegs. Viele haben eben diese Elektrobikes dabei, sind gleich im Ort unten, können gleich weit fahren, können bis nach Feldkirch zur Stadt fahren. Überhaupt kein Problem, wenn das Wetter sicher bildet. So, das sind die reinen WCs. Da haben wir noch Kinderspielräume, da ist alles da. Also oben haben wir Spielräume habt ihr? Ja, haben wir auch noch. Da unten sind ein kleiner Filmraum, ist da unten, ein Kino. Dann haben wir, weiter oben zeige ich noch, wenn wir hochkommen, da oben beim Spielplatz gibt es ein Spielhaus für die kleinen Kinder. Haben wir stark. Auch also es ist eigentlich an alles gedacht. Und immer die Einrichtung einfach mit Holz, mit altem Holz, mit Stein, Dekorationen zum Wohlfühlen. Sag mal, das ist nicht eine normale Sanitäranlage. Ihr habt hier Millionen und Abermillionen investiert, das ja, ist das so, oder? Viele investiert. Ja, wir haben schon einige, viele Millionen investiert in den letzten Jahren. Immer wieder was Neues. Hier ist auch noch eine Sanitäranlage, die ist auch noch sehr schön, aber die wird jetzt abgerissen. Die kommende Jahr. Wir lassen mal kurz den Herrn durch. Da steht er. So, er holt den Schirm. Da ist er. Denn es regnet immer noch. Bitteschön. Jetzt fahren wir hoch, glaube ich. Wir fahren hoch zum Kinderspielhaus. Ja, kann man. Gerne. So, das machen wir gerade. Ich zeige mal kurz mal die Plätze, wenn wir einmal gerade mal. Nö, ist okay. Ich zeige mal gerade den Berg da oben. Hier sieht man sehr schön. Aber oben sehen wir es noch besser, wenn wir oben sind. Haben wir totale Aussicht. Dann können wir das, den ganzen Campingplatz übersehen. Sehr schön. Ja, ich komme rüber. Spontan. Jetzt bin ich froh, dass die Scheibe oben ist. Ja, jetzt ist es besser, Warte, jetzt haben wir da unten eine. Dann fahren wir mal zurück da. Gut. Rückwärts. Super. So, wenn du mal ein bisschen langsamer fährst und vielleicht
dass man mal so ein bisschen zeigen kann, wie die Anordnung ist. Das Ganze ist terrassenförmig. Ja, das ist der, wir haben also wirklich hier etwas geschaffen, wo ganz wenig Campingplätze haben. Und ich betone es auch immer wieder, dass der Gast auf einer Terrasse oben steht, hat Wasser, Abwasser, hat alle Annehmlichkeiten, sei es TV-Anschluss oder Gasanschlüsse für den Winter. Was hier der große Vorteil ist, das können wir jetzt einmal den Gästen zeigen im Film. Sie sehen nicht zum Nachbarn, Sie haben Privacy. Sie sehen immer über den anderen Wohnwagen. Die sind so gestaltet, dass der immer ins Tal hinunter sieht, ohne zum anderen Wohnwagen, dass er das stört, die Höhe. Oder okay, das heißt, ich schaue nicht den Nachbarn irgendwo rein? Nein, schauen den Nachbarn nicht rein. Sie sehen drüber. Wenn man das anschaut, haben wir leider keine gute Sicht. Es ist eigentlich gigantisch. Ach, Riesental habt ihr, ja? Ja, Riesental. Da hinten ist das Walzertal. Hier hinten ist das Klostertal. Da hinten ist eben der Nenziger Himmel. Und da geht es ins Rheintal hinein. Also jeder hat eine tolle Sicht. Von jedem Platz aus kann man fast sagen, hat jeder eine wunderbare Aussichtung. Und sogar die da oben haben Sonnenaufgang, da kommt die Sonne raus um 6 Uhr, hinter den Bergen zieht sie auf. Da. Also es ist eine Besonderheit. Das sind auch die Familienchalets. Wow. Die sind auch sehr schön gebaut, die sind ideal für eine Familie mit zwei erwachsenen Kindern. Oder also die im Prinzip die gleiche Bauweise auch wieder freistehen? Anders, ein bisschen eine andere Art, aber auch wieder perfekt eingerichtet und ja, ganz was Besonderes. Das ist der Spielplatz. Da ist ein Spielhaus für die Kinder. Haben wir da. Können wir mal reinschauen, ob sie drinnen sitzen heute, die Kinder. So, schnell mal Schirmchen öffnen. Ja. Ich mag deinen Schirm, der ist riesig. Ja, das ist der Blau haben wir jetzt. Da haben wir halt einen Kinderspielplatz. So, stellt euch vor, tausende spielende Kinder. Da oben haben wir aufgebaut, da im Wald drinnen. Da ist alles so, da müssen sie durch diese Bäume durchkriechen. Da gibt es so also Indianerzelte und warte, ich zeig das mal, da vorne ist der Indianerwald, gell? Ja, Indianerwald ist da oben. Dass wir das mal sehen. Hier vorne wieder eine Wärmepumpe. Da haben wir eine Wärmepumpe für diese drei Häuschen. Das ist eine Luftwärmepumpe. Und da sind die Kinder drinnen. Da haben wir jetzt da. So, zeigen wir mal ganz kurz. Die zeigen wir nicht, die Kinder. Nein. Sind jetzt aber so viele Ideen, ich filme mal gerade ganz kurz hier hoch. Ihr seid nicht zu sehen, dass wir das sehen, aber ein wunderschönes Kinderhaus. Da können Sie ein bisschen spielen. Und da geht ich, der Fernseher. So, ich gehe mal kurz hier vorne hin. Ihr seid nicht im Bild. Ist das schön hier, das Kinderhaus? Es ist schön warm hier, gell? Kuschelig. Und es riecht nach Holz hier drin, so ganz natürlich, so gar nicht so. So, ihr habt das Haus im Moment ganz alleine für euch, oder? Das ist so. Die Kinder da sind erstaunlicher. Sie sitzen, glaube ich, im Wohnwagen. Aber unten ist ja auch noch ein Spielhaus. Vielleicht sind sie da mehr. Ich glaube, sie sind mehr unten. Warte, war ich auch schon. Aber so. Es ist ja schön, wenn sie da sind. Ja, toll. Klasse, man kann auch hier ein bisschen klettern. Das Ganze, man hat Tische, man kann hier essen. Das heißt, man ist nicht auf die Enge so ein bisschen im Wohnwagen, was man dann hat. Und wir gehen auch gleich wieder. Eine Puppenküche hat es hier. Und was ich total genial finde, sind so diese kleinen Häuschen, wo man sich so reinigeln kann, so ein kleines bisschen. Das ist schön. Oh, ist alles mit Liebe hier. Hast du gut gemacht? Also wenn ich hier in die Kinderaugen... Für jeden Mann haben wir was gemacht, oder? Für jeden was da. Die ist immer was zu machen. So, tschüss. Ja. Tschüss, habt noch viel Spaß. Hier ist auch ein Klo drin? Oder direkt? Nein, das ist noch die Technik drin. Das ist die Technik. Haben wir noch unten. Okay, unten das da heißt. Haben wir genügend, da haben wir also genügend. Gut. Warte, ich bringe den Schirm wieder. Moment. Ja. Ich halte mal auf. Vorne ein Trampolin habt ihr drin. So, das Trampolin ist kostenfrei, richtig? Ja, genau. Trampolin. Und das sind eben die Familienchalets mit der Terrasse oben. Zeig mal gerade. Ja, weißt du was, geh mal kurz dahin. Wir zeigen mal gerade so eine Terrasse. Ganz schön. Die ist dann nur für mich, die Terrasse, oder? Ja, die Terrasse ist dann nur für das Haus da immer. Immer zur Abteilung, das ist immer die Terrasse da. Preis von den Chalets? Die sind günstiger, die sind billiger wie die anderen. Die sind um die 200, 180 oder 150 Euro. Das kann man ja im Internet nachlesen, ganz genau. Ungefähr am Tag. Punkt, ja. Und das Volumen, wie viele Leute gehen da rein? Da können 4 Personen. Also 4 Personen. Bis zu 4 Personen, ja. Wunderschön eingerichtet, auch wieder mit Dusche, mit kleiner Küche drin. Ist da der Beide-Grill in dem?
Ja, das ist ein Grill. Das ist aber der eigene Grill. Wir bringen einfach die Feuerschale, dass wir mal Holz machen können ein bisschen. Jetzt ist gerade alles nass, jetzt ist nicht ganz so gut. Ja. Ich kann es mir aber jetzt schon gut vorstellen, ganz ehrlich. Was ich toll finde, hier der Indianerwald, auch sowas anzulegen, ist ja ziemlich aufwendig. Drinnen, ja? In dem Wald drinnen, da müssen sie durchkriegen. Das ist alles im Schatten drinnen. Das schaut sehr gut aus. Da fühlen sie sich ganz wohl. Da hört man nur Geschrei da drinnen. Das passt sehr gut. So, ihr habt im Moment auch viele Kinder, ja, aber man sieht sie nicht, denn... Oh, guck mal hier, ein Traktor. Unterwegs. Sie sind jetzt im Schwimmbad, sie sind weggefahren, die Eltern sind vielleicht unterwegs in der Stadt oder Schauen sich was an. Also es ist viele Möglichkeiten. Es regnet da erst seit einer Stunde oder zwei Stunden. So, machen wir gerade Folgendes. Genau. Warte mal, ich zeige das mal gerade. Hallo? Da darf ich euch mal kurz zeigen oder ist das geheim? Da darf ich euch mal kurz zeigen. Hi, ich bin der Sven, grüß dich. Hallo. Du bist der? Axel. Axel, wo bist du her? Aus Oldenburg. Aus Oldenburg. Boah, das ist ja weit weg, oder? Ja, das ist weit weg. Ungefähr, wie lange seid ihr gefahren? 4 Tage. 4 Tage? Ja. Aber es lohnt sich? Es lohnt sich, auf jeden Fall. Wir sind das zweite Mal hier. Ich habe das Gefühl, ihr habt den besten Platz von allen, oder? Haben wir auch, ja. Deswegen wollten wir direkt wieder hier hin. So, das Kinderhaus ist direkt dahinter. Ja. Das heißt, ihr könnt da spielen. Da war ich gerade eben drin, ganz warm, kuschelig, gemütlich. Es regnet jetzt, da habt ihr keinen Stress, oder? Nee, 2 unserer Kinder sind dort, 1 ist hier, ist alles gut. So, das ist so. Da ist die Mama. Da darf ich auch mal kurz zeigen, die Mama. Ja, gerne. Hallo, guten Tag. So, wir sind in Österreich. Das ist der? Das ist der Tiore. Tiore. Tiore hat gerade Mittagsschlaf gemacht. Oh, du bist aber groß. Tiore ist 1,5. 1,5 Jahre alt. Und ein echtes Camperkind. Ein Camperkind. Das heißt, der ist von ganz klein, ist er schon Camping? Ja, der kennt Camping schon. Für Kinder ist es einfach das Größte. Ja. Kinder finden immer Anschluss und sind viel draußen. Jetzt noch eine Frage. Wie viele Kinder habt ihr? 3. Und ihr habt welchen Wohnwagen? Stockbetten habt ihr oder was? Ja, wollt ihr reingucken? Ja, bitte. Sei mal so lieb. Warte mal. Ich mach mal ganz kurz. Ja, ist nicht schlimm. Warte mal, ich zieh mal. So, 17 Mal abgeputzt. Boah, ist das ein toller Grundriss. Ja. Der ist ja riesig. Also der ist mit 3 Kindern wirklich toll. Das macht mit 3 Kindern. Wir können gerne einmal gucken. Bitte, mach mal. Jetzt habe ich natürlich hier gerade Mama die Fenster auf. Boah, ist der riesig. Ihr habt Stockbetten. Genau, wir haben 2x Stockbetten und der Tiore schläft hier, sodass er sofort auch mitkriegt, wo Mama ist. Genau, was ist das für ein Hersteller hier? Detlefs. Die machen so viele Familienwohnrisse, gell? Und was der eben hat, ist ein komplettes Bad und das macht tatsächlich mit Kindern wirklich Spaß. Da kann man eben die Tür zumachen, dann kann man wirklich duschen und die Kinder abduschen. Ich glaube, das ist wichtig, wenn die mal nachts raus müssen, dass du, ich sag mal... Wir duschen ja auch vollwertig drin. Ach so, komplett. Ach, ihr seid ja auch fest angeschlossen, gell? Mhm. Genau. Die Spülmaschine ist wo? Zeig mal. Wir haben jetzt auch eine Spülmaschine seit fast einem Jahr und ich will sie nicht mehr missen. Es ist wirklich großartig, mit 3 Kindern in den Urlaub zu fahren und die ganze Zeit zu spülen. Andere Camper sagen, wir sind keine richtigen Camper, aber wir setzen uns lieber abends zusammen vors Vorzelt, wenn die Kinder oder ins Vorzelt, wenn die Kinder schlafen, statt zu spülen. Was toll ist, ihr müsst nichts umbauen. Das heißt, also jetzt im Moment, wo die Kinder so klein sind, ihr habt also eure Ex-Sitzgruppe, die hier da ist. Ihr habt das Familienbett, was hier da ist. Genau, ihr seid direkt an den Kindern. So, dass man es ein bisschen größer hat. Ihr könnt es größer machen nachts. Mhm. Ihr habt riesen Kleiderschränke, das ist der Hammer. Riesengroß. Also für uns ist es auch wirklich der perfekte Wohnwagen. Uns macht es ganz, ganz viel Spaß. Wir sind jetzt die erste Saison mit dem unterwegs. Also, ihr habt den ganz frisch. Mhm. Was ist das für ein Typ von Detlef? Detlef 740 RFK. 740 RFK. Was mir auch gut gefällt, ist das helle Holz mit dem Weiß. Also das macht es nicht so dunkel, oder? Mhm. Und alles so, das haben wir eben alles neu gemacht. Der ist schon, also das ist eben jetzt so, wie wir ihn haben wollten. Boah, ist das schön. Das ist richtig schön. So, ihr habt da eine Klimaanlage drauf, oder? Nee. Braucht ihr nicht, oder? Nee, brauchen wir tatsächlich nicht. So. Haben wir noch nicht vermisst. Wir hatten einen mit Klimaanlage und haben sie so selten benutzt. Ja, ich habe eine Waschmaschine drin zum Entfeuchten, habe ich sie. Das heißt, du kriegst die Feuchte raus im Winter. Ja, das ist natürlich toll. Ja, das heißt, aber wir waren jetzt auch in Italien, da war es echt nötig. Da warst du dann mit 38 Grad in der Sonne, kriegst die Hitze nicht mehr raus. Dann ist das natürlich toll. Sag mal, hier der Platz, wenn du hier sitzt und du guckst hier raus und du hast den Blick komplett über den Campingplatz. Ja, im Moment hat Herr Moritz die Berge weggenommen, aber eigentlich guckt man da eben komplett in die Berge. Ja, ist nicht so schlimm, wir können es uns ja vorstellen. Ja, Camping, wie seid ihr auf Camping gekommen oder wart ihr schon immer Camper? Nee, wir sind noch gar nicht so wahnsinnig lange dabei. Ja. Das ist jetzt mit den Kindern gekommen. Wir sind früher ganz anders gereist zu zweit.
gerne im Hotel, gerne schick und all, also so alles, was man so braucht. Aber mit Kindern verändert sich ja so ein bisschen die Anforderung. Und glückliche Kinder machen glückliche Eltern. Und wir haben beim Camp... Gerade ist aufgewacht, oder? Der ist gerade wach geworden und ist eher ein bisschen schüchtern. So, ihr habt drei Kinder. Ist das wahr? So drei Kinder ist wie eins oder doch ein bisschen mehr? Nein, das ist Quatsch. Alle sagen, das dritte Kind läuft einfach nur mit. Das ist Quatsch. Kein Kind läuft einfach mit. Ab dem dritten Kind laufen die Eltern einfach nur noch so mit. Er lernt schneller jetzt, das dritte? Von den anderen? Ja, klar. Ja. Der hat keine Zeit, Baby zu sein. Der will mit. Der muss mit den Großen. Der hat wenig Zeit, kleine Sachen zu machen. Warte. Ich guck mal gerade auf die Uhr, dass er euch ein kleines Geschenk kriegt. Heute haben wir den 4. August 2021. Das ist der Tiore. Du wirst schnell wachsen. Und wenn du das Video siehst in 6, 7 Jahren, das ist so, hi. So, da ist er auch schon da. Vielen, vielen Dank. Dein Vorname? Du bist die? Julia. Die Julia. So, nachdem ich ja fast deine ganzen Kinder kenne. Ach, du hast auch große Mädels. Eine große Tochter, das ist die Carlotta und unser Mittlerer ist der Lasse. Okay, toll. Und nochmal, auf den Platz seid ihr wie gekommen? Oh, übers Internet. Internet. War eine unserer ersten Reisen und hat uns total gut gefallen, eben für die Kinder. Es ist toll. Das zweite Mal jetzt hier, gell? Genau. Okay. Weil es eben auch für die Eltern toll ist, ne? Tolle Gastronomie dabei, der tolle... Das ist der Hammer, oder? Die Gastronomie? Die Mischung macht es eben. Ich habe eben mal, du kannst im Video, wir haben mal in die Küche gefilmt, die machen den Jus, machen die selber. Das heißt, mit Knochen angebraten, die Mühe macht es ja keiner mehr zu Hause. Also man schmeckt das aber. Wir waren eben essen und haben echt... Ja, du? Das ist ein Baby, ne? Das bist du. Aber man merkt, dass ihr aus dem Norden seid. Die sind alle strohblond, die Kids. Ja. Und riesengroß, habe ich das Gefühl, oder? Dafür, dass wir so klein sind, sind die schon echt ziemlich groß. Hi, du bist der? Lasse, okay. Was hast du denn da für ein tolles T-Shirt? Zeig mal bitte. Wenn du das mal, das kann die Farbe verändern, gell? Genau. Das hat mein Sohn nämlich auch, der ist 9. Und das ist ja klasse. Hallo? Und das ist die ganz Große? Genau. So, auch blond. Das so, ist Carlotta. Ich hätte ja fast gesagt, sie hat die Haarfarbe von deinem Mann. Ist es so, tatsächlich, der hat nur seine Frisur vergessen. Ist das schön hier, der Platz? Ja. Was ist denn hier am schönsten, was denkst du? Kann ich kaum so sagen, weil alles ist schön. Du hast ja im Prinzip die eigenen Spielkameraden hast du ja mitgebracht mit deinen, ich sag mal, kleinen Kindern, hätte ich fast gesagt. Wie bist du denn ab und zu, du musst auch mal aufpassen auf die? Nö. Das macht die Mama. Meistens nicht. Ja, vielen Dank euch, dass wir mal reingucken durften. Ihr kocht aber nicht hier drin, oder? Doch. Was gibt es manchmal? Ganz viel. Wir machen viel Gemüse, wir machen viel Frisches. Aber einfache Campingküche und ansonsten eben draußen. Draußen. Gut. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ciao. So, ich gehe mal raus. Die haben sich köstlich unterhalten. Kurzer Zusammenblick. So, das ist der Außenbereich. Ach, ihr habt ein großes... Das ist kein Vorzelt, sondern ihr habt die Markise erweitert, gell? Das ist so der. Boah, ihr habt einen echt tollen Wohnwagen. Ja, danke. Also ich bin mit den Stockbetten und dem Einzelbett hinten, ja. Dann das Bad nochmal und der sieht von außen gar nicht so groß aus. Nee, ja. Der hat einen Mover hier? Mover hat er drin, okay. Ja. So, das muss ich ja mal zeigen. Das ist, glaube ich, unerlässlich, wenn du hier bist und du wäschst mal diese Wäschespinne. Die kannst du sowohl als auch aufbauen. Ja, genau. Und das Kinderstühlchen, das ist von hier oder habt ihr es mitgebracht? Das haben wir mitgebracht. Das haben wir immer dabei. Wir haben immer alles mit, dass wir komplett autark sind. So, ihr seid jetzt wie lange schon da? Seit Sonntag. Hat aber nicht die ganze Zeit geregnet oder noch? Nö, fast. Gut, das passiert. Ja, das passiert, genau. So, dann viel Erfolg euch allen. Ja. So, klar. Bis zum nächsten Mal. So, wir fahren weiter. Ja, wir fahren ab. Wir fahren. So. Schön, ciao, gell? Stuff only. Gucken wir, dass morgen nur noch die Sonne lacht hier. Ja, genau. Und dass wieder Freude aufkommt da. Gell? Tschüss. Das haben wir wieder ab morgen. Ja, glückliche Familien, oder? Ja, toll. Na, echt wahnsinnig nette Familien da. Unwahrscheinlich nette Leute. Ich glaube, durch die Pandemie hat sich da vieles geändert. Sie sind viel, viel... Na, es ist... Mir kommt vor, die Menschen haben sich doch ein bisschen besonnen durch diese Pandemie. Sie sind anders geworden, sie sind netter, sie sind offener. Sie freuen sich wieder, dass man rauskommt. Wir waren ja lange genug eingeschlossen. Ja. Und somit ist der Urlaub um etwas mehr wert wie früher. Sie schätzen das wieder mehr, dass sie in die Natur hinaus können, ohne... Und gerade am Campingplatz ist natürlich viel alles einfacher. Sie sind selber in der Natur und sie sind draußen. Wenn jemand hier Ängste hat, dann muss er sich mit den anderen Leuten gar nicht treffen. Kann sie mit den Urlaub genießen.
Ja, was auch toll ist, ihr habt auch Plätze für große Fahrzeuge. Ja, haben wir viele große Plätze da und wir haben einfach normale Plätze. Die sind auch preislich dann vom Unterschied her verschieden. Es gibt auch Unterschiede, also vier Kategorien, kleine Plätze, größere Plätze. Wenn man da hinunterschaut, jetzt sehen wir leider nichts, da ins Tal hinunter, was da für ein Blick ist, was die für eine Aussicht haben. Genau, wenn du mal gerade einen Meter vorfährst, sagen wir so. Ich fahre jetzt davor, da sieht man es da gerade. Genau. Das ist ja unwahrscheinlich. Also müsst ihr euch vorstellen, da kann man jetzt locker so 10, 15 Kilometer ins Tal gucken. Ja, genau so ist es. Dann hast du hier das Ensemble. Die Bergwelt da hinten, das kann man jetzt nicht erkennen. Man sieht sogar das Arlberg-Skigebiet da. Ich baue Bilder ein. Ihr habt ja tolle Bilder auf der Website, die baue ich mir ein. Da haben wir Walsertal, das bekannte, das urige Walsertal. Ist gegenüber, kann man alles sehen von uns aus. Dann geht es rechts in den Enziger Himmel, rechts ins Brandnertal, ins Montafon. Und von hier ist man gleich am Bodensee. Man ist hier gleich im Appenzell in der Schweiz. Man ist in Bodensee dauert wie lange? Ja, im Bodensee fährt man nicht einmal 25 Minuten. 25 Minuten. Mehr nicht. Oder man ist sofort in Liechtenstein in der Hauptstadt, Vaduz, halbe Stunde, ist man direkt in der Hauptstadt. Oder man ist im Appenzell und das ist auch wieder ganz was ganz wichtig, lest die Anfahrtsbeschreibung, denn es gibt zwei Wege. Ja, und der Weg, wenn du rausfährst, rechts, ist eigentlich nicht zu empfehlen. Nur für ganz kleine Fahrzeuge. Ja, genau. Ist eine Einbahn, ist auch kein Problem. Also wenn Sie sehr verfahren, ist überhaupt kein Problem. Denken Sie einfach dran, Sie fahren einfach hoch, es kommt kein Anhänger entgegen, es kommt kein Wohnmobil entgegen. Die Autofahrer, was dann entgegenkommen, fahren zurück. Oder, aber wichtig, wie wir schon gesagt haben, die große Zufahrtsstraße nehmen, über Frasterns Ausfahrt nach Feldkirch, nach dem Ambergtunnel Ausfahrt, Autobahn, dann Frasterns und dann ist schon beschildert hoch und das ist eine breite Straße, da ist überhaupt kein Problem. So, das ist angeordnet in Terrassen. Ihr habt überall, man kann auch nicht versinken, denn ihr habt überall diesen Rasendrainage. Alles befestigt, also da haben wir viel Geld ausgegeben. Die sind alle perfekt befestigt. Man sieht das auch gar keinen Schlamm? Nein, nichts, da gibt es nichts, da gibt es nichts mehr. Das, wenn man das anschaut, da, das ist ja, die haben alle vorne, hinten, über Drainagen, das Wasser geht gleich weg. Also da können Sie, da kann es regnen, ein Gewitter kommen. Genau, wenn du mal gerade zu unserem Platz fährst, wo wir stehen, dann zeigen wir das mal. Ja. Weil da kann man nämlich auch die größeren Fahrzeuge direkt, wenn man will, man kann das ja dann sagen, auch direkt am Schwimmbad platzieren. Da kann man buchen, da haben wir sehr große Plätze für so große Fahrzeuge. Muss man allerdings das buchen, dann wissen wir, wann sie kommen. Und so, wir haben jetzt einen relativ kleinen noch mit 9,40 Meter, aber drüben steht ein 11,50 Meter. Das geht. Ja, das so, und geht, das ist hier, sieht man es, hier vorne sind die Häuser, hier vorne stehen wir. Ja. So, ich habe ja ganz spontan angerufen, du weißt ja, unser Hund hat sich das Bein gebrochen. Ja, haben wir hier flicken lassen um die Ecke. Sensationell, ja. Das ist ja diese bekannte Tierklinik in Rankweil und die ist ja sehr bekannt. Kommen Sie für sehr bekannt. Überall her. Wir schicken auch hier und da Gäste hinaus, da, wenn Sie ein Problem Tierklinik.at. Mit den Haustieren. Genau, fahren wir gerade ein Stück vor, bitte. Ja, so ganz vor, ja, gern. Also mal fast am Ende. Ja, hier ist auch wieder ein großer Platz. Da hat das sind diese XL, gell? Die XXL-Plätze da mit einem eigenen Haus dabei da. Wir können da unter, das ist natürlich ein großer Platz da. Denn diese Gäste, wo man, da vorne sind große Plätze, direkte Talsicht hinunter. Und die haben da alle wunderschöne Plätze mit immer Aussicht hinunter. So, und die werden wir noch interviewen heute. Ja, die können wir noch interviewen. Mit Harley angereist im Empire Liner. Ja, genau. Und ein eigenes Auto dabei hinten. Das übrigens oben parkt. Ja, die haben oben. Die haben wir schon interviewt, die Leute da. Mit dem 15er Platz. Ja. Was gesagt worden, das ist eine kleine Kapelle da. Toll. So, dann fahren wir zurück. Wir haben viel gesehen. Haben wir viel gesehen. Ich weiß noch gar nicht, was für ein Startbild ich holen soll hier, denn es gibt so viele tolle Sachen, die man sehen kann. Das Naturschwimmbad haben wir von oben gezeigt. Ja. Und diese Figuren. Dann lasse ich die aus, da kommst du mit hinaus noch. Ja, gut. Ich fahre noch mit nach oben. Ja, genau. Machen wir da die Abmoderation am Eingang. Genau. Denn also du empfiehlst, kann ich für nächstes Jahr schon buchen jetzt? Kann man jetzt schon buchen, kein Problem. Okay. Kann auch einen bestimmten Platz buchen, dass wenn man sagt, ich möchte der und der Platz. Wenn einer nicht gebucht ist, ist natürlich klar, dass die Gäste den Platz bekommen. So, sind wir da. Toll, komm, wir steigen mal kurz aus. Ja. Du machst mal Stopp. Hier vorne ist nämlich ein Dach. Können wir schon die Abmoderation machen. Und wir werden noch eins machen. Wir werden gerade noch mal, wenn sie noch da ist, die Elisa. Rechte Seite, genau, Elisa, ja. Die werden wir noch mal kurz interviewen. Ich weiß nicht, ob meine Tochter schon da ist. Ich muss jetzt kurz schauen, ob sie schon da ist. Ich bin mich schon. Hi.
So, wir haben jetzt 1:23 am Stück gefilmt. Eieiei. Aber hier gibt es noch viel zu sehen. Es gibt wirklich viel zu sehen. Ja. Wir haben alles gezeigt, wir waren unten im Laden drin, wir haben die ganzen Plätze gezeigt, wir haben das Kinderspielhaus gezeigt, wir haben, wenn ich jetzt buchen möchte, habt ihr ja so spontan Reisende, ist immer schwierig, je nach Saison. Wie lange habt ihr? Je nach Saison und vor allem abhängig von der Größe. Also wenn jetzt nochmal ein Moredo anruft, das ist halt schon schwierig, so ein großes Gefährt spontaner unterzukriegen. Es kommen aber ganz viele mit VW-Bussen oder mit Pickup oder mit Dachzelt. Da haben wir eigentlich immer noch was frei. Wir versuchen natürlich auch immer noch was möglich zu machen. Wir haben noch kleinere Reserveplätze. Die vergeben wir auch zu einem günstigeren Preis. Wir wollen niemanden weiterschicken. Aber also am besten ein paar Tage vorher anrufen. Heutzutage sind die meisten Camper sowieso eher flexibel und ein bisschen kurzfristiger unterwegs. Und dann, je kleiner, desto kurzfristiger. Aber momentan, viele reisen dann immer wieder früher ab, weil es regnet. Andere sagen, ist uns egal, wir ziehen uns die Regenjacke an, wir gehen trotzdem wandern. Und dann haben wir doch spontan Platz frei, wie bei euch jetzt der Fall. So, wir werden heute Abend mal einen Platz reservieren. Ist noch was frei im Restaurant? Weißt Im du das? Restaurant, ja, habe ich gerade geschaut. Ist noch was frei. Können wir euch das? Ihr habt ja zwei Restaurants. Ihr habt einmal, ich sag mal, so ein Menü-Restaurant, so, ich sag mal, gehobene Gastronomie. Genau, das Fish and Steak Restaurant, unser Himmelwärts, mit sehr, sehr gutem Fleisch direkt hier aus der Region. Wohin war der Jäger wieder da? Hat uns frisches Reh gebracht. Das wird direkt hier im Nenzinger Himmel geschossen und ansonsten die typisch österreichische Küche natürlich. So, die ist deftig, also muss man sagen. Ja. Wenn einer sagt, er möchte vegetarisch, habt ihr da auch was? Haben wir auch was da, genau. Das kriegen wir. Wir kriegen vegetarisch, vegan kriegen wir sogar auch hin, glutenfrei. Kein Problem. Das, genau. So, wir sind durch. Eine Frage habe ich noch. Mit der Massage, wie läuft das? Wie bestelle ich die? Weil meine Frau ist ja großer Fan von Massage. Auch bei uns. Was gibt's für Massage? Genau, bei mir fast, ja genau. Von der klassischen Ganzkörpermassage bis hin zur Breuß-Massage, gerade für Rückenprobleme und die hawaiianische Lomi Lomi, die auch bei uns der Bestseller ist. Preis von der? Preis bei der Lomi geht eine Stunde, liegt bei 80 Euro. Genau, da setzt sie wirklich die komplette Körperkraft ein. Also da. Da ist der Muskelkater vorprogrammiert, je nachdem. Kann ich sagen, wie ich es gerne hätte, von ganz hart bis etwas weicher? Oder? Also die ganz softe ist sie sowieso nicht. Okay. Aber auf Wünsche macht sie es auch gerne ein bisschen softer. Aber das natürlich darf man dann gerne Wünsche äußern, ja. So, du bist nett. Mit deinem Hintergrund kriegt man überall einen Job, muss man sagen. In der Gastronomie ist ja eh gefragt, was hat dich bewogen, hier zu arbeiten? Ich meine, du kannst ja wählen, aber du wohnst ja im Ort, oder? Genau, ich wohne auf dem Campingplatz. Ich campe das halbe Jahr quasi. Das ist geil. Ja, mit meinen Kolleginnen zusammen im Apartment wohnen wir direkt auf dem Campingplatz. Und okay, das heißt, du lebst das auch, oder? Du siehst, was hart ist hier, sind die Bäder. Also ich finde die so geil. Ihr habt wirklich 40 Bäder, die alle, wir waren jetzt spontan in einigen Bädern drin, alles sauber. Mhm. Heißt aber auch viel Organisation, oder? Natürlich, also viel Organisation, viel Personalplanung und Logistik. Wir haben hier ein super großes Team und jeder ist für seine Bereiche zuständig. Und wird erfolgreich von Familie Morig seit Jahren geführt. Und es ist wirklich, es ist ein Familienunternehmen. Nur über solche gute Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ist das möglich, sonst wäre es gar nicht möglich. Alleine könnte man das gar nicht stemmen. Und ist der nett? Der weiß die ganze Zeit nett, aber der ist keiner, ich mache die Kamera aus und dann... Er kann auch anstrengend sein, aber die meiste Zeit ist er nett, ja. Nein, das ist wirklich, das ist toll. Man merkt, es ist ein Familienunternehmen und so. Er wird auch mit den Mitarbeitern umgegangen. Ja, bitte? Ich war ja früher auch als Skilehrer tätig oder als Berg- und Skilehrer. Du warst das. Ja, und dann habe ich hab ja auch die Ehre gehabt, mit hochprominenten Gästen Ski zu fahren. Ja. Mit dem holländischen König, also da waren sie noch die Prinzen, mit der Königin Nur, Caroline von Monaco, auch die schwedische Königin war mal zwei Tage dabei. Du hängst. Das ist unglaublich. Das heißt, darf ich mal fragen, wenn er jung war jetzt, darf ich mal fragen, wie alt du bist? Ungefähr. Das sind ja immer Probleme selber, um das halten. Ich werde jetzt 67. 67, aber er sieht, ist der Hammer, oder? Das heißt, also auch die Sprache ist noch flüssig, muss ich sagen. Also stark finde ich der Senior hier, fast 100 Jahre alt geworden. Ja. Ist das so die Bergluft hier, die frisch hält?
das ist die gute Luft, die wir haben hier. Ja. Das ist natürlich die Umgebung, der Wald, der Sauerstoffspender. Ist es hier mal heiß, haben wir hier mit einer Hitzeperiode zu tun, ist es hier am Abend immer angenehm, weil wir so viel Wald haben von dem Naturparadies, von dem nächsten Himmel. Da zieht es, der ganze Sauerstoff, der wird ja produziert in der Nacht von den Bäumen oder den ganzen Tag. Da haben wir hier am Campingplatz. Immer fantastisch. Also hier schlafen sie wie ein Murmeltier. Thema Buchung, ihr seid 365 Tage geöffnet, stimmt das? Fast, wir haben im November mal kurze Betriebspause. Campen kann man trotzdem bei uns. Chalets sind aber mal für einen Monat geschlossen, auch das Restaurant. Weil wir brauchen nochmal Pause, weil unser Restaurant ist eins der wenigen, was 7 Tage in der Woche geöffnet hat, was wir auch in den Buchungen merken. Und wir müssen dann tatsächlich mal, um dem Team mal die Urlaub zu geben. Um denen irgendwann mal den Urlaub zu geben, müssen wir mal alles komplett mal schließen. Aber generell haben wir auch Winterdauercamper da, die sich dann selbst versuchen. Du machst mir einen großen Gefallen, du holst mal gerade die Broschüre. Ich hole noch die Broschüre. Denn wir konnten ganz viele Sachen nicht filmen, weil da Leute drin waren, du weißt was. Genau. Der Saunabereich. Und da gehen wir mal kurz raus, da haben wir ein bisschen besseres Licht. Dann zeigen wir mal, die Broschüre ist so auch online alles, oder? Genau, ist alles online einsehbar mit Fotos, die wir... Vor 2 Wochen hatten wir wieder ein neues Fotoshooting. Und da haben wir wieder neue Fotos geschossen. Genau, wenn du das mal gerade, am besten hältst du es mal vor deine Brust, dann sieht man es ein bisschen besser. So. Genau. Und gerade mal ganz steil halten, bitte. Also, genau, so. Ja. So, und dann zeige ich es noch ein bisschen steiler. Ja. So, super, ich mache mal das Licht aus. Dann könnt ihr das nämlich jetzt mal sehen. So sieht das Ganze aus, wenn mal schönes Wetter ist, ja. Genau. Dann sieht man hier dieses Pärchen hier, das sind wahrscheinlich Schauspieler oder was habt ihr? Oder Nein, habt ihr das sind tatsächlich keine Schauspieler, das sind tatsächlich welche aus der Umgebung, die als Models hier arbeiten, kommen aber wirklich aus der Gegend hier. Und die Mutter von dem Daniel war letztens auch erst wieder hier bei uns essen. Okay, also echte Menschen. Ja. So inmitten von der Natur. Wenn du mal gerade die Deckseite mal kurz aufschlägst, sagen wir gerade, dass wir die auch mal filmen. Also das Ganze heißt Alpencamping Nenzing und die Chalets heißen wie nochmal? Himmelschalets. Genau. Ihr habt es genannt Luxury Camping und Lamping, aber was ich gezeigt habe heute, ganz normale Menschen, also nicht der Schaf von Persien oder sowas, der da ist. Auch. Also wir haben auch der Bürgermeister von Vaduz ist bei uns Winterdauergast. Ja. Wir haben immer mal wieder ein paar Prominente, auch immer noch aus der Skiszene, vor ein paar Wochen auch wieder da gewesen. Aber auch ganz normale Leute und ganz normale junge Leute, so wie ich, die auch spontan auf einem Roadtrip in Österreich unterwegs sind, die kommen dann auch mal vorbei. So, bitte mal weiterblättern, genau. Dass wir mal das mal zeigen, denn die Broschüre müsst ihr unbedingt mal gucken. Genau, weil hier sieht man jetzt... Das sind die Himmelschalets, genau. Innen, genau. Und da haben wir die Luxuschalets mit einem Whirlpool und King-Size-Bett. Genau. Wenn du mal gerade zu mir drehst, ein kleines bisschen, und mal ganz steil hältst, so super, jetzt kann man es nämlich richtig toll sehen. Das heißt, diese Chalets sehen ja von außen relativ klein aus. Die sind super geräumig, also du hast ein eigenes Schlafzimmer mit drin, Badezimmer, Küche und Wohnzimmer. Also klar, Küche und Wohnzimmer dann in einem, aber Couch und Sitzmöglichkeiten zum Essen, ist alles vorhanden. Wenn du überlegst, das Chalet komplett kostet so viel wie, ich sag mal, ein gehobenes Zimmer in einem 4-Sterne-Hotel. Ihr seid ein 5-Sterne-Campingplatz. Genau. Wie bekommt man die Zertifizierung? Weißt du das? Jetzt habe ich dich. Jetzt hast du mich, genau. Na, wir sind Leading Camping Mitglied und werden jährlich getestet tatsächlich. Das haben sich die nächsten Tester schon wieder angekündigt und schauen, dass wir einfach auf dem aktuellen Standard sind von Sauberkeit und Infrastruktur, was wir anbieten. Und wenn man das alles zur Verfügung stellt, jährlich getestet wird, dann klappt es mit dem Leading Camping Mitglied. Leading, was ist Leading Camping? Leading Camping ist eine Vereinigung, die haben sich zusammengeschlossen und vereinen europaweit. Und so habe ich damals den Campingplatz gefunden. Ich habe einfach bei Google gesucht, schönste Campingplätze Europas für meinen neuen Arbeitsplatz. Toll. Und Leading Camping hat vereint verschiedene Campingplätze, die eben eine gewisse Infrastruktur darbieten. Und einfach wirklich auf einem modernen Stand sind, eben nicht mit den Badezimmern und Waschräumen und ein modernes Restaurant geben mit einer gehobenen Küche.
Und es gibt Camper, können Leading Camping Mitglied werden und bekommen bei uns Punkte gutgeschrieben und bestimmte Rabatte und kleine Willkommensgeschenke. Bitte noch eins weiter. Genau. Eine Seite hatten wir, glaube ich, noch. Da, das Restaurant. Bitte mal ganz steil halten. Vom Innen, genau. Hammer, da ist das Pärchen wieder. Die beiden lieben sich aber auch innig. Ja, genau. Die sind ein Paar, oder? Ich denke, sie sind ein Paar. Würde ich jetzt einfach behaupten. So, dann. Oder sie haben super gut gespielt. Da vorne, das ist auch so, das heißt, du kriegst hier das volle Programm, das ist so ein bisschen Phantasialand, aber in echt, oder? Genau. Und da ist sie, genau, die Michelle Morig, die Junior-Chefin. Das ist sie? Das ist sie, genau. Boah, die auch zuständig ist, glaube ich, für das ganze Innendesign und so weiter. Das ist die Frau. Das ist die Frau, das ist Gerti, genau, aber Michelle übernimmt mehr und mehr und die beiden modernisieren wirklich den Campingplatz und packen es hoch in die Glamping-Kategorie, genau. So, bitte eins weiter, dass wir das auch mal zeigen. Also das alles seht ihr auf der Webseite, ihr dürft Hunde mitnehmen. Genau, wir sind ein super freundlicher, hundefreundlicher Campingplatz mit Hundedusche. Die Hunde dürfen mit in die Restaurants rein. Und wir haben, ja, ein Drittel unserer Gäste sind, glaube ich, wirklich Vierbeiner. Das Kinderspielhaus haben wir gezeigt. Genau. Das finde ich allein phänomenal. Es ist super warm. Die Atmosphäre da drin durch das Holz ist wirklich unglaublich. Der Spielplatz ist mit dabei. Genau. Und eben noch Boulderwand und Jugendkino, was sehr gerne genutzt wird. Was auch, das Jugendkino wurde zur EM sehr gerne von den Erwachsenen genutzt. Ah, okay. So, es gab ja ein überraschendes Ergebnis. Italien hat gewonnen. Ja. Kann man gerade aus Italien. Das genau. Sind die Almen. Und das ist der Nenzinger Himmel. Unser Tipp Nummer 1 als Ausflugsziel. Mehr als 200 Hütten dürfen da nicht gebaut werden. Familie Morig hat natürlich ihre eigene Hütte. Genau, etwas steiler mal zeigen. So, das ist der Nenzinger Himmel, nennt sich das. Genau. So, wir lassen den Herrn mal gerade durch, dass wir das mal zeigen. So, da kann ich richtig wandern. Das sind jetzt keine, ich sag mal, Stockfotos von irgendwo her. Nein, das sind. Also, du kannst ein Foto von meinem Handy nehmen, sieht genauso aus. Genau. Es ist so schön. Es ist ein Naturschutzgebiet. Touristen dürfen nur mit dem Shuttle hochfahren, die Fahrt alleine wäre zu gefährlich. Und nur Nenzinger dürfen oben eine Hütte besitzen. Okay, das heißt, das Ganze ist fest in der Hand. Ja. Was ich auch toll finde, du hast nahe Wege hier, wenn irgendwas nicht stimmt. Und es erleichtert dir natürlich unglaublich die Arbeit, wenn die Gäste zufrieden sind. Das heißt, ich sag mal, wenn du... ich habe nämlich ein paar Einträge gesehen, also ganz wenige, die nicht zufrieden waren. Habe ich gedacht, ich muss hierher fahren, muss mir ein eigenes Bild machen davon. Thema Anfahrt habt ihr genial gelöst. Die ist wirklich breit. Allerdings, ich sag mal, man sollte nicht zu schnell fahren. Ich bin jetzt so um die 40 gefahren. Mhm. Und es geht schon gut im Berg hoch, muss man sagen. Aber die Gäste wollen noch Panorama-Aussicht. Und wer Panorama-Aussicht möchte, der muss auch erstmal ein bisschen weit hoch und sich die Aussicht verdienen. So, das haben wir gezeigt. Einmal die Rückseite bitte. Genau. Dann haben wir es nämlich komplett. Das ist bei Nacht. Alle Chalets zusammen, genau. Alle 10 Chalets, 7 Premium-Chalets und 3 Luxus-Chalets mit den Whirlpools, die eben hier ganz oben sind. Ne? So, Altencamping Nenzing. So, dann gehe ich nochmal rein, nochmal kurz zum Chef. Ist er jetzt, der ist wahrscheinlich geflüchtet, denn was mich noch interessieren würde, ihr habt ja Kontakt auch zu den anderen Gastronomen, die hier da sind. Ist das so ein großer Austausch in Nenzing hier? Schon, ja. Also wir tauschen uns aus, was Platzbelegung angeht, auch von den Buchungen her. Wir schieben, wenn wir mal ausgebucht sind, dann reservieren wir weiter unten im Ort einen Tisch oder andersrum, weil die Ruhetag haben und die wissen, wir sind jeden Tag geöffnet. Und dann schicken die uns auch gerne die Gäste hier hoch und man kennt sich. Die Familie ist alt eingesessen, das ist ein nettes Miteinander hier. Naja. Und ich könnte wetten, also eben haben wir Leute aus Wien gefilmt, also die durch Einheimische hierher kamen. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele Gastronomen bei euch essen gehen, oder? Das heißt untereinander. Untereinander wahrscheinlich, ja. Also ja, ich weiß es auch aus Montafon, da kommen ein paar angereist extra, die von sich aus mal Urlaub machen und dann bei uns essen gehen und sich spontan mal in ein Chalet einbuchen. Aber die Entscheidung, diesen Job zu machen, hast du jemals bereut? Nein. Ist aber schon hart manchmal, oder? Das heißt, morgens geht's wann raus? Es geht eigentlich um 7.30 Uhr starten wir. Teilweise dann mit Pause, aber schon auch bis um 9 abends. Und mit, wenn es voll ist, 700 Personen auf dem Platz. Jeder hat so seine Frage und wir helfen aber gerne aus. So ist das so. Egal welche Fragen, kommt da hin. Genau. Und vielen, vielen Dank. Dein kompletter Name, du bist die? Elisa Wilke. Genau, die Frau Wilke. Und bis zum nächsten Mal heute am 4. August 2021. Und wir räumen jetzt mal hier die Einfahrt, dass alle durchkommen. Genau. Denn es fängt schon an, sich im Restaurant langsam zu füllen, oder? Es geht wann los, Restaurant? Ja, 17.30 Uhr ist dann die ist schon so spät. Na, aber die ersten, ja, es ist schon 16.30
16 Uhr. Die ersten wollen früh die Plätze reservieren und ein bisschen länger sitzen bleiben. So, genau. Ich werde jetzt mal schnell bei dir einen Restauranttisch besorgen. Genau. Dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten, ja, und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ja, tschüss.